Hä? Das muss ich bei der Kontaktliste machen, ne? Nee, oh mein Gott. Das mache ich so selten. Hallo, Herr Arnaudo. Ich hatte mich für das Modul heute kurzfristig eingetragen, war aber im Einsatz am Del Piero Pier gebunden. Wollte Ihnen da Bescheid geben. Kaya, ich hab gehört, was passiert ist. Holy shit. Gute Besserung. Komm auf die Beine, okay? Sowas sollte niemand durchmachen. Wenn es etwas gibt, was du brauchst, sag mir Bescheid. Liebe Grüße, Ari. Ja, das ist heute viel RP gewesen, ne? Nicht ich auch. Larry? So ist es mit eure Babsi, dem grüßen Barbarien. Hihi, hallo Familie, ich bin wieder zurück. Zum SD. Hey, ihr Lieben, ich muss auch zum SD, hab den Termin verpasst. Kacke, ist heute aber auch ein Scheißtag. Hoffe, es geht euch allen gut. Max, wer war das? David, doch. Ah, wer hat denn angerufen? Ich war nicht gemutet, Kacke. Howdy. Howdy. Ja, ich mach mich dann jetzt auf den Weg. Ja, wir fahren jetzt gerade. Wir fahren jetzt gleich nochmal zur alten Wohnung. Die zweite Fuhre laden die gleich ein. Ich fahre da hin zum Aufsperren. Okay. Ja, soll ich dann an der neuen Wohnung schon mal warten? Ich brauche eh noch eine Weile, bis ich da bin. Also ich fahre jetzt gleich erst los. Ja, kannst du machen. Okay. Aber du kannst auch gleich zur neuen kommen, zur alten kommen, dann wie du möchtest. Ich warte einfach bei der neuen, okay? Okay, dann machen wir das so. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Howdy. Mann, ich muss mich muten. Hab ich mich außer Dienst gemeldet? Ja. Mich geht es grauenhaft. Ariane, meine Lieblingsschwester auf den Welt. David, was ist denn los? Wieso geht's dir grauenhaft? Ach, ich fühle mich so traurig heute. Ich weiß auch nicht. Oh, ja, ich mich auch, aber warum du? Naja, also Max und Barbara haben sich getroffen. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass Max Barbara voll ausnutzt. Und wenn ich versuche, denen zu sagen, dann glaubt mich denn niemand. Oh Gott, erzähl, was ist los? Den sagt immer, Barbara, wenn du mich lieb hast, dann gib mir doch 1000 Dollar. Was? Dann kannst du mich doch Geld geben, Barbaren, wenn du mich lieb hast. Okay, das ist ja mega scheiße. Sagt sie wirklich Barbaren oder hast du das zu Barbara gesagt? No, also den heißt ja Barbaren. Also... es geht darum, dass Max ständig nach Geld fragt. Weil Barbara halt als neuen Mensch wiedergekommen ist und Max will den ausnutzen. Ist Barbara immer noch so drauf? Meinst du, ist das normal?
Wie normal? Barbara war doch so positiv. Ich weiß übrigens, warum Barbara so ist. Ich habe eine Vermutung. Ich werde mal ganz kurz... Ich rufe dich da nochmal an. Ich muss mal ganz kurz ein Telefonat führen, ja? Oh, hey, mach denn. Ich bin gerade mit den zwei unterwegs auch. Ach so, wo seid ihr denn gerade? Stadtpark. Sag mal nicht, du bist da in diesem... Wo im Stadtpark? Bei vorne halt, bei Kiosk. Ach so, erschreck dich nicht, okay? Warum? Wenn du hier rinkommst. Ach, einfach so. Okay, bis gleich. What the fuck? What the fuck? Was ist das denn? Hause, damit ich mich geben. Ja, Gott sei Dank. Warte, unterbrich jetzt nicht. Da hab ich dich vermisst, meine Güte. Unterbrich jetzt nicht. Lieb. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ja, hallo, Barbie. Ja, Barbie wollte nämlich gerade ihr Kleid mir geben. Komm, Barbie, weil sie liebt mich nämlich. Sie würde mir. Komm, Barbie. Ich hab dich ganz doll lieb, aber ich gebe dir mein Kleid. Barbie, dann komm, gib mir jetzt dein Kleid, Barbie. Ich gebe dir gleich mein Kleid. Barbie, du liebst mich doch, Barbie. Ja, hast du das aus dem Gehirn? Barbie, komm, du liebst mich doch. Du würdest doch für mich ganz kurz ins Gebüsch gehen, Barbie. Nein, Maxi, du meinst nach Hause, damit ich dich anders an. Oh, Max, hör auf, sie auszunutzen! Au! Hör auf damit! Du siehst doch, dass die Frau ein Problem hat! Was machst du denn? Das ist gemein! David hatte recht, warum machst du das? Aha. Ja? Wo will Barbara denn jetzt hin? Nein! Max, ich weiß, warum Barbara so ist. Ich kann's dir erklären. Tut mir leid, ich hab dich ein bisschen geschubst. Du hast mich geschlagen, mitten ins Gesicht. Nein, ich habe dich geschubst. Ruf das Medi an. Echt toll gemacht. Nein, du rufst das Medi nicht an. Bitte. Max, hör zu. Max ich war und kurz David. Bevor sie zu brechen. Nein. Ach so. Okay. Ihr habt alles ruiniert. Ich weiß, wieso sie so ist. Ich weiß, wieso Barbara so ist. Und zwar. Scheiße. Okay, hör zu. Okay. Ich hab das jetzt als Lösung. Ich brauchte Conan nicht dafür. Barbara. Nee, warte. Hör zu. Hör mir zu. Barbara muss mitbekommen haben, dass Barbara auf Wish bestellt jetzt bei Alice Taxi ist. Und dass Barbara auf Wish bestellt, Barbara auf Wish bestellt ist. Und deswegen hat Barbara sich eine neue Identität zugelegt, um wieder anders zu sein, als die Barbara auf Wish bestellt. Weil Barbara wollte nicht, dass es sie doppelt gibt. Deswegen Ach, haben wir jetzt den Salat. Scheiße. Ruf Barbie kurz an. Ruf PD an, sag, jemand hat Taxi gestohlen. Ihr müsst euch also auf die Frau fokussieren. Wenn die aufhört, endlich Barbara nachzumachen, dann ist Barbara auch wieder die Alte. Aber dann ist sie in Urlaub. Barbie, du liebst dich. In Urlaub? Bist du weggefahren. Hast du mich dann müssen wir rauspoppen aus Elvis Taxi. Was? Barbie, ich vermisse dich. Komm ganz schnell zurück, Barbie. Du liebst mich doch. Jetzt, Barbie, bitte. Hör zu, ich ziehe gerade um und mir geht's echt beschissen. Ich werde jetzt noch mal kurz zu meiner neuen Wohnung fahren. Zu ist der ich, wo ich heute. Ja, aber Derry macht das gerade alles. Ich verarbeiten und es ist ganz furchtbar. Der Job ist furchtbar. Der Job ist furchtbar. Pass bitte auf euch auf. Wieso? Ich musste eigentlich nur rülpsen. Habt ihr das unterdrückt oder kam das einfach? Das habe ich jetzt mal kurz ausgenutzt. Scheiße. So. Einfach RP mal kurz dagelassen. Das ist die Barbara Fisch bestellt. Die hat ihre Identität geklaut und deswegen braucht Barbara eine neue. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Die Boxen sind da. So, jetzt wird sie auch bei Larry natürlich heute zusammenbrechen und sagen, dir darf nichts passieren. Und am 15. kriegt sie dann eine Führung durch die Wurstpumpe oder ein Feuerzeug und dann macht sie Schluss. Dir darf sowas nicht passieren. Schluss. Oh. Ich muss jetzt mal gucken, wo das war. Gegenüber von Bahama Mamas auf jeden Fall. Oh Mann, ey, was für ein RP, ne? Was für ein RP haben wir. Ah, wie ich wünschte, dass ich beim PD einfach schon so richtig drin wäre. Also sicherer wäre. Oh Mann, ey, was könnten wir alles machen? Also, oh Gott,
den Ose fresse, Adrik. Oh, ich weiß nicht, ey. Oh, ich hoffe, der hasst Ariane, ist nicht der Tramny. Wieso gibt es zwei Tramnys? Warum ist er einfach verjüngert? Aber es müsste zwei geben, okay. Hat mich ein bisschen auch off guard erwischt. Führung durch Dynasty, yo. Kostet nix. Ich weiß schon, wie ich das gleich mache. Ich glaube, das war noch ein weiter. Nee, hier war es scheiße. Ich muss einmal kurz hier rum. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich er wäre? Ich würde Ariane ein Feuerzeug schenken. Dann muss man das ins Inventar ziehen und diese Craft-Funktion machen. Und dann ist da drin ein Ring. Ha! Oh mein Gott! Ich habe einfach so die geilen Ideen für Skinner, ne? Kann das nicht mehr machen. Aber das wäre doch die Mega-Idee, oder? Ey, wenn ich er wäre, ich hätte sowas gemacht. Ich habe 1000 Ideen irgendwie, die da machen könnte. 1000. Ich bin so, oh, es tut mir so leid. Oh, haben wir eigentlich wegen unseren Autos jetzt hier? Obwohl, wir können, glaube ich, den alten Parkplatz, glaube ich, sogar nutzen, oder? Aber hier haben wir, glaube ich, einen Parkplatz da hinten. Ah. Schön. Boah. Ja, leider keine Balkone. Oh Mann. Ich will auch einen Balkon haben. Eieiei, das wird auch teuer. Oh, das wird so teuer. Aber haben wir hier auch Automaten? Ich glaube, da müssen wir einmal hier so komplett hinten rum. Nur einmal kurz. So, da gibt es ein Bahama Mamasen Automaten. Boah, ist ja ziemlich viel Ungewöhnung. Ist eigentlich die gleiche Ecke, aber irgendwie doch wieder anders, ne? Oh ja. Ja, Barbara ist halt. Rufen wir jetzt auch mal an. Hallo Ariane. Hallo Barbara. Barbara, hört zu. Nein. Ich weiß, warum du so bist, wie du bist. Und ich finde, es ist okay und ich kann es auch nachvollziehen. Wovon redest du? Ich weiß nicht, von wem du erfahren hast, dass diese blöde Barbara auf Wish bestellt jetzt bei Alice Taxi ist. Ich weiß nicht, du hast es von irgendjemandem wohl aufgeschnappt. Welche Barbara auf Wish bestellt? Ach komm, jetzt tu doch nicht so. Es gibt eine Frau, die hat deine komplette Identität geklaut. Die nenne ich Barbara auf Wish bestellt und die arbeitet bei Alice Taxi. Und nur deswegen hast du jetzt eine andere Identität, weil sie deine Identität geklaut hat. Ist doch logisch. Ach ja, ne, das glaube ich nicht. Das hätte mir sicherlich schon jemand erzählt. Ne? Und selbst wenn jemand so sein möchte wie ich, dann heißt das nur, dass diese Person sicherlich ein großer Fan von mir ist. Barbara, das kann doch nicht sein. Das muss doch das Rätselslösung sein. Ich lege jetzt auf. Hä? Oh ja, ich kann ja gar nicht da rein. Kann mir doch keiner erzählen. Keiner kann mir das erzählen. Was ist hier für eine Luxusimmobilie? Warum wohne ich hier? Warum bin ich bei PD? Warum habe ich eine Leiche gesehen? Oh, scheiße. Ist der beschissenste Tag ever. Was ist da drunter? Wofür diese Treppe hin? Okay, Ariane. Komm klar. Und, ich war nicht gemutet. Okay, komm klar. Es ist alles in Ordnung. Was auch immer passiert ist, irgendwie. Oh. Es wäre schön, wenn man hier auch einen Pool hätte oder so. Hat man ja leider nicht. So, ich gucke jetzt erstmal. Ich guck mal, wohin jetzt diese Tür hier führt. Das mache ich jetzt mal. Gut. Da ist ein Klo. Das stinkt ganz schön nach Urin darin, aber nach alten Urin. Dann gleich kommt das Umzugsunternehmen. Jetzt guck ich, was hier Schönes ist.
Oh, Julia, ich will tatsächlich, wenn wir umgezogen sind, will ich ein bisschen Streams und YouTube umstellen, dass ich nicht nur, das suche ich gar nicht schon mal raten, es wird Non-Gaming-Content auch kommen, aber Schminken und so glaube ich eher nicht. Das wollte ich einmal für einen Stream machen. Ja, ist doch ein Parkplatz. Was ist das nicht hier mit dem Piero-Wag? Oh mein Gott, ist... Nee, wir wohnen doch jetzt nicht wirklich hier. Was war das da vorne? Ist das hier? Warum ist der Parkplatz denn so voll? Scheißfuck. Da ist er gar nicht. Hier kann man doch bestimmt auch parken. Ja! Hey, hier ist direkt ein Parkplatz. Ja, voll geil. Ja, gut. Da finde ich schon mal ganz nice. Oder ist das hier ein Unternehmen oder was? Oh, Balkone. Ob man da wohl wohnen kann? Liebe Pandoria, war der Tag, als den du... Übrigens, wer es nicht weiß hier, Ariane hat in den Spielen Freund, ne? Da wird gleich auch hier Kuschli-Kuschli und sowas alles sein. Ist nur geschauspielert. Der Mann ist auch ein verheirateter, vierfacher Familienvater, ne? Und das ist hier nicht echt, ne? Und alles nur geschauspielert. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, ne? Kommt tatsächlich auch im Manga vor. Kauft mein Manga. Hier ist irgendwo ein Link. Liebe Pandoria, war der Tag, als du Erik kennengelernt hast, dein größter Glückstag, dein persönlicher Moment? Mein größter Glückstag? Ich weiß nicht mal, mein größter Glückstag war das... Also es hat mein Leben natürlich verändert, ne? Weil ich habe endlich jemanden gefunden, der kein Arschloch ist. Voll geil. Nein, ich kam aus zwei richtig beschissenen Beziehungen. Eine mit einem Narzissten und die hat mich sehr klein werden lassen. So, ich hatte nie die Chance zu wachsen. Ich habe nie für mich eingestanden. Ich war so wie Ariane, als die ankam, nur ohne Nuttige, ne? Und ohne, dass ich mit vielen Leuten geschlafen habe. Im Gegenteil, ich habe, ich bin ja fast jungfräulich. Nein, aber naiv, ich war naiv und ich wollte nie Ärger. Ich habe immer Ja gesagt. Ich war eine Ja-Sagerin auch, ne? Ich wusste zum Beispiel auch nicht, was ich alles kann, wie viele Talente ich habe, ne? Das weiß ich jetzt und denke mir so, was hätte ich in der Zeit schon alles reißen können? Das, was er zum Beispiel beruflich gemacht hat, da hat er mich immer ausgelacht, weil ich wollte das auch machen. Und letztendlich habe ich es auch die Ausbildung gemacht, habe die mit 1,5 abgeschlossen. Ne? Und wir hatten ein gemeinsames Hobby, in dem ich ihn dann auch irgendwann überholt habe. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und solche Sachen. Aber das war so, es waren viele Kleinigkeiten. Und ich war in einer Beziehung danach und die war ganz so, die hat komplett vieles in mir gebrochen, vor allem was Vertrauen in Menschen angeht. Und wie man behandelt wurde, wie man belogen wurde. Ich hasse ja Lügen wie die Pest. Moment. Aber egal. Später, später. Ja, hallo? Harry, irgendwie vom Gefühl her, ich habe total unterschätzt, wie viel Zeug wir haben. Ja, wir haben eine ganze Menge. Ja, also, ja, die sind auf jeden Fall, aber ich glaube, die sind gleich durch. Aber wir können ja dann nachher dann nochmal durchgehen zusammen und dann, ich habe nochmal so einen kleinen Kontrolllauf, so einen Durchgang jetzt gemacht. Bis jetzt sieht's gut aus, aber ja, jetzt wird die Kommode, da ist noch ein bisschen was drin, neben dem Schreibtisch. Ja, weißt du, Larry, ich komme jetzt doch vorbei, ich wollte nur so alleine mit dir sein, weil mir geht's wirklich schlecht und, okay. Das ist, aber wir können jetzt auch nicht den Umzug absagen, ich wollte nur so ungerne so zwischen so vielen Menschen gerade sein. Die sind zu dritt hier und die machen ihre Arbeit und ich, habe jetzt zwar das, was ich helfen konnte, habe ich gemacht und ansonsten machen die ihre Arbeit. Also wir sind da so ein bisschen außen vor, du musst nicht. Wir ja, nicht aber. So Kontakt haben da. Ja, so. Ich bin in ein paar. Ist ja direkt in der Nähe. Ich bin in ein paar Sekündchen da. Wo stehst du denn gerade? Bist du in der Wohnung? Nee, ich bin draußen. Achso. Du siehst den Lieferwagen von denen und ich stehe direkt dahinter mit dem Kalahari. Also, ich stehe direkt beim Kalahari. Ah ja, ich sehe schon. Warte, dann pack ich. Sind das deine Lichter? Ja, das bin ich. Ich pack dann mal hin hier. Okay. Bis gleich. Boah, so viel Cola intus, ey. Mist, ich brauche Kaffee oder so für Ariane. Gucken wir mal eben. Oh.
Hey. Hey. Komm her. Wow, so ein hübsches, das ist ein schönes Oberteil. Die Farbe sieht toll aus. Baby, das habe ich schon seit so langer Zeit. Egal, aber du hast so viele Klamotten. Schön, dass du es anhast. Kannst du mich bitte ganz fest drücken? Das mache ich. Und erstmal nicht mehr loslassen. Okay. Kannst du mir versprechen, dass dir niemals was passiert und du mich niemals alleine lässt? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass ich das so halten kann, okay? Ich aber wirklich versprechen. Ich verspreche es dir. Und du? Versprich mir bitte, dass du... Squirt, ich bitte dich. Wie alt bist du? Also, dass du dich nicht... Naja, dass du einfach bei mir bleibst, dass der Job dich, dass uns der nicht auseinanderreißt, okay? Wie meinst du das? So wie ich sage. Ich merke so, dass ich nicht so gut mitkomme, weißt du, ich muss da sogar noch mehr Zeit reinstecken. Ja, und das ist okay. Ich, meine Unterstützung hast du. So wie ich es immer gesagt habe. Mhm. Zieh durch. Ja. Wenn du das willst. Mach das, was du für richtig hältst. Larry? Ich will dich nie irgendwo liegen sehen. Tot. Nie, okay? Niemals. Ich hoffe, dass uns das erspart bleiben kann. Du darfst mich nicht alleine lassen. Im Job kann ich leider nicht beistehen, ja? Aber ich möchte alles dran setzen, dass wir, egal, du machst seine Arbeit, ich mach meine Arbeit, aber ich versuche immer für dich da zu sein. Versprochen. Okay. Ach, wer ruft denn jetzt an? Oh, Dreck und weg. Ja? Sie werden fertig. Dann fahren wir auf zur... Ja, dann, wir sind nur auf der anderen Straßenseite, dann fahren wir gleich los. Wir gucken gerade noch mal durch. Okay, machen wir. Danke. Mhm. Audi. Wir sollen noch mal in jeden Schrank gucken, ob alles dabei ist. Ja, ich werde ja sowieso die Wohnung erstmal noch so eine Woche oder so behalten. Ja, okay. Okay. Ari? Ja? Am Donnerstag müsstest du dir frei nehmen, nächste Woche. Donnerstag? Ja. Nicht am Mittwoch? Nein, nicht am Mittwoch. Um Donnerstag um wie viel Uhr? Na ja, so wie du kannst. Hast du zufällig was zu essen dabei? Ja, natürlich. Oh, ich brauche was zu essen, bin gerade nervös. Ich muss ein bisschen auf was rumkauen. Nee, bitteschön. Wow, danke schön. Weißt du, am Donnerstag da müsste ich noch mal also für diese Charity-Aktion, weißt du, mit den Kindern, da bekommen wir jetzt tatsächlich eine für so eine Einrichtung eine neue Küche. Da muss ich zum Küchenplanstudio. Nein. Ja. Oh. Wie lange dauert das? Ich weiß es. Ich glaube, ich schaffe es, Debbie, aber ich bin gerade ein bisschen. Lass mich ein bisschen. Warum denn Donnerstag? Ging nicht anders. Nämlich so keine Führung durch die Wurstbude. Naja, und du hattest noch, glaube ich, gesagt, wenn ich es richtig erinnere, dass du Mittwoch nicht. Ich weiß, aber das hatten wir noch gar nicht besprochen. Ich wollte dir nämlich sagen. Ich kann am Donnerstag nicht. Ach, scheiße, okay. Nein, ich versuch das definitiv einzurichten. Ja? Naja, wenn es später wird, wird es später. Das, ja. Ja. Ich sag dir am Mittwoch dann Bescheid, ja? Ja, okay. Sei es in Ordnung? Oh Gott. Ich. Ja, okay.
Lass uns doch mal reingehen und gucken. Oh, ja. Ich glaube, ich muss gerade ins Warme. Ich habe so irgendwie die Gesichtsfarbe verloren. Na, nee, komm. Kriegen wir schon hin. Ich kleiner als drei dich, Larry. Ja, dann als drei dich auch. Howdy. So, wir gucken ganz schnell. Abend. Oh, wollte gut wieder aufsetzen. Mary? Ja. Was ist unsere Wohnung? 5 Foxtrot. Oh. Aber die war noch 1. Wer schreibt das denn hier die ganze Zeit um? Das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, das sind irgendwie diese Drecksbelger vom Nachbarn. Ich glaube, die schreiben da und mit dem Stift drauf rum, die machen alles durcheinander. Okay, ich muss dann später gleich noch bei der neuen Wohnung. Ich kann irgendwie immer noch nicht glauben, dass wir da wohnen sollen. Hm. Also wegen dem Vertrag müssen wir noch reden. Aber jetzt erstmal wegen den Parkplätzen müssen wir nicht gucken. Schau mal. Du bekommst jetzt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, verdammt. Erstmal gucken wir, ob alles leer ist, ja? Okay. Weißt du, dass ich heute die ganze Zeit am Kern war? Es war ja so süß, dieser Weg mit den Rosenblättern, aber ich musste überall rumkehren unter der Couch und musste alles rumrücken, deswegen habe ich das so geschrieben. Oh, das tut mir leid, weißt du, man kann damit schöne Wege machen mit Rosenblättern und so. Das war ja toll, nur ich muss trotzdem, ich meine, ich habe ja ein bisschen sauber gemacht hier, damit wir können das Zeug ja nicht hier, wir können die Bude ja nicht so. Okay, und schau mal, ich habe diese Ringe hier schon geholt. Hier. Was? Ich hab dir was gegeben. Oh! Okay. Nein, war nur Spaß, das sind meine Ohrringe, aber sieht aus wie Ringe. Kannst du mir die wiedergeben? Ja, mir passen die nicht. Bitteschön. Genau. Ja, Ringe kann man machen, ja. Weißt du, was lustig ist? Ich wollte mal, ich bin jetzt bei 2 Mal dabei gewesen. Einmal Lami, einmal Opa Jo. Ja. Die wollen sich Verlobungsringe holen. Wusstest du, dass es über eine Woche dauert, bis die lieferbar sind? Ja. Gut, hier ist auch nichts mehr. Eine Woche. So. Wenn man die Leute kennt, geht's schneller. Natürlich. Oder wenn man von langer Hand geplant hat. Oh, sag mal, ist am Balkon noch was? Ich habe noch gar nicht geguckt. Da hätte ich fast vergessen. Als ob du das gemacht hast. Ich kenne dich, Larry Skinner. Hey, Larry, das ist ja ein Balkon. Oh. Schau mal, willst du dieses besondere Glas noch mitnehmen? Das waren so Special-Gläser. Ja, das kippe ich mir gleich, Larry. Ich werde die vielleicht heute... Ja, genau. Könntest du ja brauchen, wahrscheinlich. Hör mir zu. Ja. Ich werde dir vielleicht heute ein Märchen erzählen, okay? Okay. Oh mein Gott, es ist beinahe, da ist ja der Henkel. So. Meine Güte. Haben die das jetzt? Ja. Oh Gott, das ist so komisch, wenn mein Schrank leer ist. Da denke ich, ich wurde ausgeraubt. Ja. Geplanter Raub. Ah, Evan war auch hier mit. Ist das so peinlich. Sie heißt ja Maria und ich habe die ganze Zeit zu ihr Becky gesagt. Es ist mir so peinlich. Hey, warum denn Becky? Ja, keine Ahnung, wie ich drauf kam. Ich glaube, die Freundin von ihr, ist das so? Die heißt Becky, aber ich hab sie Becky genannt. Hey, und dann, die haben mitgespielt, die haben nichts gesagt. Oh mein Gott, wer ist Becky, Larry? Wer ist Becky? Und das war unser 2. Jahrestag. Nein, das war die Freundin von Maria, meine ich. Du hast mal zu mir Elaine gesagt, erinnerst du dich? Als wir eine Besichtigung hatten, wir hatten doch hier Wohnungen besichtigt. Und da war die dabei und die ist mit ihrem Freund, hat die dann, Ja, dann was ist angemietet, glaube ich. Hast dich gerade nochmal gerettet, okay. Ja. Ich glaube, wir haben alles. Ei? Haben wir das Ei? Das habe ich auf den Tisch gestellt. Was auf dem Tisch war, ist dabei. Okay. Ja.
dann, oh Gott, dann wird's jetzt ernst, oder? Ja, auf geht's. Habe ich einen Schlüssel oder sowas, eine Karte? Komm oder mit. Ist es automatisch mit Fingerabdruck? Komm einfach mit. Aber wir sind soweit durch, wir können. Okay, super, gut. Haben nicht festgestellt, dass jetzt irgendwas fehlt. Sie haben echt ein gutes Auge. Ja, sehr gut. Na dann, auf geht's. Ich setze mal vor. Ja, fahren Sie ruhig. Sie kennen den Weg ja jetzt. Genau. Dann. Schöne Autos haben Sie. Das ist richtig cool, das Auto, ja. Kannst du bitte hinten die Tür zumachen? Natürlich kann ich das, ja. Oh, bitte anschnallen. Ja. Oh. Aber da sind wir gar nicht mal so weit weg. Ja, das oder? Stimmt. Ja, ich würde gerne die Gegend mit dir noch auskundschaften heute. Ja? Parkplatz gucken, Geldautomat gucken. Ich glaube, hier wäre unser Geldautomat, ne? Der könnte immer noch bleiben, oder? Was meinst du? Also der Geldautomat, also dann kann man ja immer noch... Ja, das stimmt, da hast du recht. Dasselbe Weg. Hier, schau mal, hier sind Parkplätze. Oh, ja, und genau, aber auch hier im Hinterhof, da ist ganz viel frei. Da würde ich uns sehen. Wo ist dein Hinterhof? Also hier haben wir auch noch welche. Fahren wir weiter geradeaus. Hier rechts rein, fahren wir hier rechts rein, genau. Und jetzt guck mal hier gleich auf der linken Seite. Die rechte ist voll, aber guck mal hier auf der linken Seite. Ey, da können wir unseren Fuhrpark parken. Ja. Oh, was ist hier los? Okay. Ja, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob hier die Del Piero Wagos sind. Warte mal, dann würde ich hier nämlich nicht parken. Aber meinst du nicht hier die Autos hier? Hm? Das ist ein bisschen. Du meinst hier jetzt, wo wir stehen? Mhm. Aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob das hier so sicher ist. Na, das weiß ich auch nicht. So. Ich fahre dann nochmal hier vor. Ja. Was ist mit denen da? So. Ich glaube, ich mache gleich mal traurige Musik an, bei dem, wenn sie das erzählt, im Märchen. Dann. Die schon vor? Oh, da laufen unsere die ja Autos schon. Müssen wir ja auch noch alle umpacken. Ja, das stimmt. Ist so komisch, dass uns so eine Luxuswohnung gehört. Ich finde das schön. Ich meine, ist wirklich zu so einem schmalen Preis, kriegst du sowas nie wieder, glaube ich. Ja, und hier ist, glaube ich, eine Party. Warmer, warmes. Oh, hier kann sein. Weil die Parkplätze hier alle voll sind. Normal waren die nicht alle voll. Das ist aber wirklich schön, der Eingang auch. Ja? Hier, guck mal. Das da ist deiner. Und jetzt achte mal auf die Zahl. Schau mal, das hier. Ja? Da habe ich mir schon einen Namen dran gemacht. Also nochmal so ein... Das hier ist meiner. Fällt dir was auf? Ja, bei dir steht Larry drauf. Ja. Aber es kommt aufs Detail an. Eins und zwei? Ja, du hast Nummer eins. Okay, aber ich habe trotzdem keinen Vertrag, den ich unterschreiben kann, Larry. Das kriegen wir noch hin, aber du kriegst auf jeden Fall schon mal den ersten Schlüssel. So, das ist der Originalschlüssel. Ich habe nur so einen Zweitschlüssel. Die sehen ziemlich gleich aus, aber okay. Aber schick mir bitte was zum Unterschreiben, ja? Ja, mache ich, mache ich. Sonst fühlt es sich irgendwie nicht wirklich so an. Okay. So, jetzt mach du mal auf. Okay. Oh Gott, welche war das denn jetzt? 3H. Ah, für Hoffnung. Dankeschön. Die 3H. Oh mein Gott. So, die 3H ist offen. Dankeschön. Sehr gut. Meine Güte. Das kann ich glauben, dass es unseres ist.
Ja. Oh Gott. Hätten Sie vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder ein anderes energiereiches Getränk? Sprunk? Ja. Nee, nicht Sprunk, nicht Sprunk. Wir haben Energy. Mit Koffein. Ja, haben wir. Energy, genau. Haben wir das schon hier? Ist der Kühlschrank schon gefüllt? Ja doch, der Kühlschrank müsste schon. Die Lady war das hier richtig fix. Nett. Okay, weil ich brauche nämlich auch unbedingt was. Ja, und hier, links, stopp, wie? Hier, wir haben hier einen Getränkekühlschrank. Einen eigenen Getränkekühlschrank hier, genau. Okay, genau, dann bedienen Sie sich hier einfach. Oh, sehr gut. Dankeschön. Danke. Nehmen sich einfach was raus. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Da trinken Sie ruhig das Walli-Zeug weg. Ja, das ist lecker. Ja, das ist auch lecker, Larry. Okay, jetzt probiere ich das mal. Aber das ist, pass auf, das ist Walli-Seko. Wobei, halt, du fährst ja nicht. Oh, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Achso. Und bitte keine von den. Da sind noch. Ich rede nicht von den Originals, sondern da sind noch die original alten Sprunks. Bitte die nicht anfassen. Genau, das die sind ganz wichtig. Raritäten. Ja, das ist nein. Eine Zutat. Oh, die sind schon staubig. Was ist staubig? Oh Gott, das tut gut. Vielen Dank. Ja. Ja. Ich habe ja auch noch eine ganze Kiste mit diesem Alice-Zeugs. Ja, ja, ich habe da mal gearbeitet. Die aufmachen. Geben Sie mir die mal. Ich würde sagen, ich räume es einfach hier noch mit dazu. Geben Sie mir die einfach mal bitte. Okay. Ah. Oh, viel, viel besser. So. Darf ich die Dose einfach hier hinstellen? Ja, natürlich. So. Dann ich nehme mir einfach direkt einen Kaffee hinterher. Wunderbar. So. Sagen, ich habe auch Angst vor dem Jahrestag. Ich habe auch Angst. Was, weiter. Ich glaube nicht, dass er was geplant hat. Ich glaube es einfach nicht. Und wenn kein Meter! Kein Meter! Ich Kinder so macht immer alles auf den letzten Drücker. Immer alles. Immer auf den letzten Drücker. Also an dem Tag wieder wahrscheinlich irgendwas planen. Weil der hat schon mal gesagt, der hat was gemacht. Dann war es auch nicht so. Sie meinen. Ja, okay, kommen Sie hier. Wow, eine Küche, die ich nie benutzen werde, aber meine Güte. Hier ist doch der Getränkekühlschrank, oder? Getränkekühlschrank. Ne, Kühlschrank. Und, ich sag's dir. Oh, krass. Das ist ja so viel Platz hier. Das ist aber, das ist ja wirklich krass. Ach, das ist hier der, ah, okay. Gott, hier kann ich so viel dekorieren. Meine Güte, hier ist ja so viel. Aha. Ist ein bisschen dreckig hier unten. Okay. Und die Kissen sind auch so schön. Wie schön das hier alles ist. Der Kamin. Wir haben einen Kamin, der auch wirklich an ist. Viel Fantasie. Oh, das ist so schön. Harry. Ja? Ich habe mal die ganzen Zettel, ach, das müssen wir nochmal gucken. Also, die Zettel waren ja eigentlich im Kleiderschrank. Waren die nicht im Kleiderschrank irgendwie alle gesammelt? Im Gästezimmer? Ja, und deine Zettel habe ich auch neu dazugepackt. Ja, ich habe die jetzt alle mal hier hingepackt, in die Kommode, aber. Ja. Und in dem Rucksack, hier sind noch diese ganzen Plätzchen und Weihnachtsgebäck. Das sind nicht deine Zettel, das sind die Zettel von meinen Freunden. Ja, genau, die waren ja vorher, glaube ich, die waren in der Kommode, oder? Genau, nee, in der Kommode nicht, die waren im zweiten Schlafzimmerschrank. Meine Brillen waren in der Kommode, aber das ist okay, obwohl die Brillen würde ich vielleicht wirklich mit nach unten nehmen im Schlafzimmer, das ist okay. Ja, genau, das war ja nur jetzt vorübergehend, ich wollte vorübergehend. Genau, nur vorübergehend, ich mache das alles noch. Die packe ich einfach mal, die kann ich so noch nehmen, die nehme ich mal. Ich setze mich mal ganz kurz. Ich muss nochmal. Ja, mach das. Dann gerade ganz Problem. Viel. Okay. Das ist ein krasser Tag für Ariane. Ohne Scheiß. Es ist wirklich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was ist denn Gun? Okay. Upi. Ich war nicht gemutet, ich hasse mich. Die Wohnung ist wirklich der Hammer, ne? So krass. Like a Jax. So, mal sitzen. Nee.
Ja, komm, die muss ich anders hinsetzen jetzt hier erstmal. Der Kuriame war so lieb. Da denke ich mir auch so, boah, der hätte schon einen Anschiss geben können und war so lieb. Und der Miller ist auch so lieb. Die sind alle so streng, aber doch so lieb, ne? Ich kann nicht mehr. Und dann war einfach der, den wir so angewickelt haben, war auch so lieb. Es tat mir so leid, ne? Und mit Rose kann ich das ja auch nicht, ne? Mit Rose habe ich so. Boah, Drake, ich dachte die ganze Zeit, das war so. Ich dachte mir so, Alter, ich muss charaktertreu bleiben. Ariane hat ja ihre Schwäche angegeben am Anfang bei der bei dem Vorstellungsgespräch und meinte, ja, sie will. Und ihr Ziel ist es ja so, dass die, also sie möchte, sie weiß ja, wie das PD in der Stadt so, was für einen Ruf es hat. Und sie war halt selber immer der Meinung, hätte sie die PD-Freundin nicht gehabt, hätte sie wahrscheinlich auch das PD gehasst und so. Ne, hat ja auch sehr viel mit den PD-Leuten erlebt. Und sie möchte halt was ändern. Und dann hat sie das da gerade mitgekriegt und hat vorher halt noch die Dame, die gerade einfach ihren Partner verloren hat, die so hart laut geweint hat, ne? Und die dann mit angeschrien wurde, wo es dann fast eskaliert ist und so, ne? Da ist sie halt wirklich zu dem dann hin. Natürlich nicht vor den Leuten und hat dann halt gesagt, ich musste mit ihr charaktertreu bleiben, weil ich auch den Chat gesagt habe, wenn wir jetzt gekündigt werden oder sonst was dafür, ist egal. Aber das ist Ariane, das passt zu all dem, was sie halt machen will. Und was sie halt beobachtet hat. Und jetzt hat sie gerade die Chance, wenigstens einmal kurz sich dagegen zu stellen. Hey, hübsche Lady. Ja, hallo. Ich habe den Schmuck. Den habe ich unten. Wir haben unten noch eine Kommode. Da habe ich den reingepackt, okay? Danke, Larry. Ich hoffe, das ist okay und dass er nicht hier oben ist. In dieser Kommode hier. Denke, unten passt das vielleicht besser. Ja, das ist okay. Entschuldigung, nicht, dass du denkst, dass ich faul bin, aber ich bin gerade ein bisschen. Ach, nein. Alles gut. Es gibt jetzt wichtigere Dinge. Es ist jetzt nur. Es gibt wichtigere Dinge, als jetzt die Sachen eins zu eins irgendwo reinzupacken, oder? Ja. Ja, ich habe die Fotos hier. Ich habe die hier drauf und ich gucke, ob alles da ist. Und bis jetzt sieht es gut aus. Dankeschön, dass du das übernimmst. Teamwork. Du hast es geschrieben. Ich guck mal weiter. Ich brauche ein Bier. Okay, ich schau mal, was ich machen muss. Nein, jetzt nicht. Später. Ach so, okay. Ja, also die wohnen jetzt wirklich in so einer richtig geilen Wohnung. Ja. Nur für dich. Oh. Die wohnen jetzt in so einer richtig geilen Wohnung. Ariane behält aber erstmal. Die haben jetzt am 15. Jahrestag, ne? Und ich habe so Angst vor diesem Tag, ne? Weil ich glaube, dass Skinner vielleicht nichts für sie hat. 2 Jahre ist halt wirklich schon krass, ja? Es ist wirklich, wirklich krass. Und wenn nicht, dann wird es halt Probleme geben, ne? Deswegen behält sie zur Sicherheit erstmal noch die Wohnung drüben. Fällt ihr sowieso schwer, die irgendwie aufzugeben. Ja, ja, das heute war halt, ne, es war natürlich der falsche Zeitpunkt, aber Ariane hat ihnen vor Ort noch versucht zu erklären, dass sie die Dame für sehr gefährdet hält und Ariane geht so von sich aus, wenn da Larry auf dem Boden tot gelegen hätte, wäre sie richtig ausgetickt, weil das ist, sie hat sie damals ja bei Bob gemacht, die ist ja extrem ausgetickt, die wäre ja fast auch irgendwie von ihrem was gesprungen, weißt du, so Lebenssinn verloren einfach, ne. Und da hat sie gedacht, boah, das kann ja alles passieren und scheiße. Und jetzt hat er sie noch angeschrien und ich hatte die gerade so weit. Und die ist auch halt mit Ariane mitbekommen und sowas alles. Die weinte nur, was machen die da? Liegt da jetzt einfach so rum? Weil das war natürlich auch voll furchtbar für sie. Und Ariane immer ist ja so voll Empathie. Die rennt aber auch nicht so komplett ins Verderben. Deswegen hat sie ja gesagt, ich weiß, wer die Leute sind. Ne? Die wollten mir auch was antun und so. Super schwierig gewesen, ne? Ey, boah, ich musste es einfach tun. Ich habe das jetzt mega im Kauf genommen, dass sie Konsequenzen dafür kriegt. Sie weiß so, als das da so ablief mit den Gesprächen, dachte ich so, Alter, wie erwachsen die alle sind. Wie cool das jetzt gerade alles gemacht ist, ne? Und ja, schon sehr nice gewesen alles. Manche hätte ich gerne eine Grafik für die längsten Beziehungen auf Lucky. Boy, ich auch. Ich weiß, dass bei denen im Meta-Chat gab es so eine Beziehung im PD-Ding, so eine Grafik, die war sehr nice, ne? Ray einfach. Ray war ja da für Spitzenreiter. Aber so eine längste Beziehung, so Bekannte, so von Los Santos, so vielleicht Streamer und so. Weil die meisten kannst du ja ins RP-Liner nicht gucken. Würde mich auch interessieren. Das würde mich auch interessieren.
So, die ganze Standard-GTA-Online-Wohnung. Kann tatsächlich sein, ja. Aber so fürs RP ist sowas halt gerade krass. Also hier ist das so Luxus. Weil regulär weiß nicht, falls du gerade schon da warst, da haben wir die alte Wohnung gesehen und auch als wir die gekriegt haben, war schon krass. Ja, 2 Jahre auf dem Server ist halt schon krass. Ja, ist echt heftig. Es muss ein Antrag kommen, Alter. Es muss langsam wirklich mal. Es ist zu lang. Es ist so ein Hinhalten irgendwie. Er kann, ja. Obwohl die gerade halt, es ist natürlich auch bröckelig, die Beziehung. Ich weiß es nicht, was er macht, ne? Am 15. Ich weiß es nicht. Meine Güte, das ist so ein großer Fernseher. Ich kann nicht glauben, dass wir hier drauf jetzt Sendungen und Filme gucken. Das ist so ein großer Fernseher. Ja, das stimmt. Ich hab dir mal was auf den Tisch gestellt. Ich kann nicht glauben, dass... Oh, Entschuldigung, was? Ich kann nicht glauben, dass das jetzt unseres ist. Doch. Das ist unseres. Schön, wenn wir alles noch jetzt so ein bisschen individuell gestalten können und viele Sachen hier reinstellen. Ja, wir müssen noch... Hier packe ich das Ei hin, Larry. Hier drauf. Ja, das ist perfekt. Und ja. Ich habe der Lady gesagt, sie soll die Sachen jetzt gerade dann mal hier auf die Kommode stellen. Wir können uns die da wegnehmen und dann packen wir das da schon hin, wo wir das gern haben wollen. Die Blumen, die Winkelkatzen. Okay? Okay. Schau mal, hier passen die gut ins Regal. Und ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder da hinten ins Regal können wir auch noch ein paar Sachen reinstellen. Ray? Vielleicht besondere. Dazu kann ich dir nochmal was sagen. Was musst du jetzt noch machen? Naja, ich gucke, ich habe jetzt hinten die Kisten ausgepackt mit den Wassermelonenzeug. Dann stellen, haben wir die Kartons nicht. Jetzt bringe ich die Kartons mal runter, schmeiße sie in den Müll. Ein vergessener Jahrestag ist kein Grund, eine Beziehung beenden. Ja, im RP doch hier schon. Das ist eine Riesensache. Aber ich glaube nicht, dass das. Er vergisst es nicht. Er hat es ja gerade angesprochen. Die Autos können wir ja morgen holen oder andermal. Oder wir machen das noch. Oder wir machen einfach uns einen gemütlichen Abend hier im neuen Zuhause. Ich habe Angst, dass sie denken, dass ich vielleicht faul bin gerade. Nee, das denken die nicht. Hey, du hast lang und hart gearbeitet. Ist doch mal völlig okay, die Füße hochzulegen. Ich habe heute freigenommen. War alles okay? Lang und hart gearbeitet. Lul. Kann ich dir gleich was anziehen? Du mir? Ja. Ja. Okay. Aber erst, wenn die Leute weg sind. Ja, okay. Natürlich. Okay. Ja, okay. Machen wir so. Dann bin ich gleich wieder da. Also gucken, die müssen gleich fertig sein. Okay. Deiner als drei. Deiner als drei, dich auch. So, bis gleich. Bis gleich. Bei Ray habe ich gesagt, hast du ja gesehen, ne? Ich weiß nicht, was das halt bei Ray ist, ne? Ich weiß es halt nicht. Es ist so, ich bin hetero, ne? Aber weil Ray spricht irgendetwas an. Und ich bin nicht die Einzige. Ray spricht irgendetwas bei uns Frauen an. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich habe das bei ganz wenigen Frauen so, jetzt ob digital oder sonst was, ne? Ray hat es einfach. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich kann es voll nicht einordnen. Es ist einfach so dieser Typ Mensch, diese Art. Deine Stimme. Nee, aber alles so an diesem Charakter, diese Coolness auch, ne? Dieses, ich weiß nicht. Ray ist so der weibliche Daddy. Oh mein Gott, das stimmt. So ein weiblicher Daddy. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Was ich mega interessant an diesem Charakter finde, ne? Auch so ein bisschen Autorität, also nicht ein bisschen Autorität, aber so autoritär so ein bisschen, aber irgendwie dann auch sehr nahbar und lieb, ne? So alles, aber so stark irgendwie auch. I don't know. Ich kann es nicht beschreiben. Ja, genau so. Mami? Mami Makers. Nein, aber so. Mami? Mami? Mami. Jetzt muss ich aber wirklich hier RP weiterspielen. Jetzt geht's hier los.
Tap, 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 tap. Ja, ja. Und sie hatte Pizza. Ja, ich erinnere mich noch daran. Krass, ne? Was aus Ray so geworden ist, ist ja mega heftig. Wirklich heftig. Wenn ich mit Larry streite, dann setze ich mich jetzt einfach hier so hin immer. So. Genau. So setze ich mich dann hin. So. Sag ich, nee, Larry, das war nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Bin sehr sauer. Ja, schon wieder flirten oder was? Das wird einfach eine Rarität. Ja. Aber entsprechend kriege ich einfach keine Hüte zu kaufen. Das war gar nicht mal, Larry. Oh, ich hasse mich. Oh Gott, ich habe mir so Unrecht getan. Ich habe Spaß gemacht und trotzdem habe ich mir so Unrecht getan. Oh, mein armer Cowboy. Hier hat man in GTA diese Heists, die man machen kann, ne? Das ist dann dieser Special-Raum. Hier müsste ein Fenster sein. Oder vielleicht raus? Die Auszeitbank, ja. Ja, Einweihungsfeier halt incoming hier, ne? Richtig hart. Einfach auch jeden Tag mehr von der Schwachhane. Larry, nein, ist gar nicht Larry. Ich dachte schon wieder. Wollte schon wieder meckern. Boah, das ist so hart interessant. Wow. Richtig krass. Salü. Salulu. David? Woher? Wie du willst, Elfa ghosten. Warum ist sie denn gruselig? Ich meine, obwohl, doch, ich verstehe schon, die ist wirklich gruselig. Aber was, warum jetzt? Gibt's was Aktuelles? Den wollten ja heute ein Date, also vorbereiten. Ja. Und den hat sich halt nicht gemeldet. Ja. Und Isabel hat mich verraten, dass den Date ein Schnitzeljagd wird. Mhm. Und, den erinnert mich halt zu sehr an Lia, weißt du. Eine Schnitzeljagd. Komisch, weil ich hab für Larry wollte ich mal eine Schnitzeljagd machen. Die macht uns voll. Diese Spionin, die macht uns nach. Das ist. Weißt du, was es ist? Das ist Lia auf Wish bestellt. Wir haben jetzt Barbara auf Wish bestellt und Lia auf Wish bestellt. Was ist das denn? Deswegen ghosten nicht den. Ja, ghoste die mal. Die ist doof, die passt nicht zu dir. Ich such dir eine, die viel besser zu dir passt. Vertrau mir. Atkins meinten, dass. Irgendwen zu mich passen würden, aber ich weiß nicht wen, du musst ihn mal fragen, vielleicht kann er dir helfen. Ja, okay, dann frage ich ihn mal. Sag mal, warst du bei dem SD-Ding? Ups. Ich auch nicht. Ich hab vergessen, meinen Termin zu dingsen. Ja, ich auch. Verschieben. Scheiße, ich ruf da mal eben an, ja? Scheiße, wer macht den? Jo, hau rein, tschüss. Okay, bis dann. Okay. Wortline des LSPDs, PD aus sich, Krüger, mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, Barnes, mein Name. Ich habe eine Vorlage bekommen. Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Vorladung bekommen. Und ich war tatsächlich gar nicht zu der Zeit, als ich die Vorladung bekommen habe, gar nicht auf der Insel. Müsste ich da einen neuen Termin ausmachen. Gut, ich meine, Sie wissen ja, glaube ich, welche PD-Nummer das war. Ja, Sekunde. Warten Sie. Die SD96 war das. Die 96. De Labrador, ne? De Labrador. Ach, das ist dieser. Ja. Dieser ganz lange Name. Hm. Genau. Ja, also ich würde Ihnen empfehlen, nächstes Mal, wenn Sie in den Dienst kommen,
holen sich auch mal die Nummer von dem und rufen sie einfach mal an. Ja, okay, dann mache ich das so. Das ist leichter, glaube ich, dass sie das dann einfach per Telefon klären. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Super, kein Ding. Ciao, ciao. Hat Vorteile. Ja, ruf da einfach mal an, David. Ich habe halt Special-Vorteile, du nicht. Nein, ruf da mal an. Die 999 anrufen. Okay, und komme ich jetzt ins Gefängnis? Nein, du kommst nicht ins Gefängnis. Aber so, melde dich einfach, das ist ja immer gut, wenn man dann angerufen hat. Ansonsten lass einmal durchbimmeln und machst die Tage. Dann kannst du sagen, ich habe versucht, sie zu erreichen. Okay. Weißt du, was gerade komisch war? Was denn? Ich habe einen Anruf von Barbaren bekommen, der hat gesagt, ich bin unfähig. Sag mal, wie lange seid ihr heute noch unterwegs? Weiß ich nicht. Nicht mehr so lang. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich Max und Barbara später noch erwische. Okay. Ich ruf die mal an, ja? Mach den. Jo, tschüss. Ja, hallo Max? Ariane, was ganz Furchtbares ist passiert. Was denn? Also ich habe Barbara durchgebrochen, aber das war keine gute Idee, weil ihr Vater ist nämlich gestorben, Opa Ernie. Warte mal, was? Der, so ist es. Der Vater von Barbara ist gestorben. So ist es. Oh Gott, Max, okay, hör zu. Ich bin gerade mitten im Umzug. Wie lange bist du heute unterwegs? Und ich denke, Barbara. Eine Stunde. Eine Stunde? Wo ist denn Barbara gerade? Bei ihr zu Hause. Sie will jetzt unbedingt hier. Sie hat jetzt realisiert, wie sie eigentlich aussieht und jetzt kommt gleich Atkins und tut ihr die Haare wieder hochstecken. Okay, kannst du zu ihr nach Hause gehen und für sie da sein? Ja, ich muss jetzt bloß noch einen Kunden machen, dann gehe ich direkt wieder zu ihr. Was musst du machen? Einen Kunden Taxi fahren. Oh Gott, ja, beeil dich, ja, ich versuche sie mal anzurufen, okay? Ja. Okay, bis gleich. Soleil, hallo! Okay. Hallo? Barbara, hallo, wie geht es dir? Furchtbar, absolut schrecklich. Wo bist du, in einem Tunnel oder warum ist da so ein Echo? Ich bin zu Hause, was für ein Echo. Putz dir die Ohren, Ariane. Auch scheiße. Mein Kühlschrank, der war gerade offen. Ach so, ja, okay. Barbara, Ja, sprich dich aus. Ja, Barbara, was? Warte mal, was? Wie bist du wieder die Alte? Bist du wieder die Alte? Ach, deswegen rufst du an. Oh, oh mein Gott, du bist wieder die Alte. Oh, Scheiße. So ein bisschen vorsichtig, weil es da schon Probleme gab. Okay, ich pack den mal woanders hin. Der darf wirklich, der darf überhaupt nicht kalt werden. Barbara, wie lange bist du heute unterwegs? Ich bin gerade mitten im Umzug. Alles klar. Oh je, ich hoffe, das habe ich nett gesagt. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade einen anderen Kopf. Barbara ist irgendwie zusammengebrochen und jetzt wohl wieder die Alte. Was? Ihr Vater ist gestorben. Oh nein. Und du hättest sie heute sehen sollen. Barbara sah aus wie eine 15-jährige Teenagerfrau. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Und jetzt ist wieder die Alte? Ja, aber wurde komplett zusammengebrochen. Ich, ach du Scheiße. Will aber auch ja, Zeit aber mit dir verbringen und... Oh. Ist das jetzt aber auf der anderen Seite nicht auch... Ach, das klingt jetzt doof, aber ist das nicht auch gut, wenn sie wieder die Alte ist? Naja, gut für uns, aber schlecht für sie. Naja. Scheiße. Okay. Ich bringe mir einfach den Umzug irgendwie erstmal hinter uns. Ja, der ist gleich... Die sind gleich durch. Die haben Whisky gerade in den Kühlschrank gestellt. Ich hab's gerade... Naja. Gehört der da nicht hin? Ein Whisky gehört doch nicht in den Kühlschrank. Nein.
Echt? Lass ihn mal gucken. Da muss ich aber mal ganz kurz. Den habe ich gerade raus. Den habe ich schon. Ich habe ihn doch hier. Warte, ich. Dann nehme ich aber den Pim Beam Cola Zero. Den nehme ich dann mal hier den raus, den ich heute Abend habe. So. Zack. Hey, auch hier. Und den. Hast du das gehört? Hast und den gehört? Rotwein hier? Hast du das gehört? Nee, was war das? Weingut. Hörst du das? Ist das Schlafzimmer? Bisschen abflirt. Was kommt? Bisschen abflirt. Oder hier oben? Ich guck mal. Ja, ich warte, ich will zuhören. Aber das wie hier, nicht mit Wein. Okay. Er hat gesagt, Rauschen. Na, du auch hier. Ne? Ja. Ich dachte gerade erst, das wäre deine Stimme, als du warst irgendwie weg. Und dann habe ich den gehört. Und wir haben schon so. Ja? Ja, hier, guck mal. Ja, kannst mal ein bisschen kauen dran. Das ist. Larry, sei kein Clown. Hier. Ja, war ein Spaß. Hat mir ein Arbeitskollege mitgebracht. Larry, den kannst du in jedem Supermarkt kaufen. Nein, das ist ein speziell. Der ist hier in Großbritannien, diese Inseln, der hat mir die mitgenommen. Das ist ein echter Earl Grey. Den kriegst du auch im Supermarkt hier. Nein, das ist ein echter Earl Grey, den hat er mir mitgenommen. Der hat er mir auch versichert. Der war doch da jetzt eine längere Zeit im Urlaub und hat an mich gedacht, weil ich ihm gebeten habe, sowas mitzunehmen. Hallöchen. Hallo. Audi. Ich habe hier ein Tütchen Rosenblätter. Wo sollen die denn hin? In seinem Po. Ja, dann bitteschön. Das machen Sie bestimmt viel besser als. Wie denn? Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Ja, ein bisschen Jokes hier reinbringen. Okay. Wir sind dann auch gleich fertig. Ah, in Ordnung. Okay. Harry? Ja. Ja, aber du willst das doch nicht wirklich machen. Ja, aber stell dir mal vor, wenn du wüsstest, was ich alles mit dir machen würde, aber stell dir mal vor, du würdest dann pupsen, du würdest Rosenblätter pupsen, Harry. Das würde komisch aussehen, wenn immer diese bei jedem Luftausstoß auf einmal diese Blätter rumwirbeln. Ich finde das voll romantisch. Da müsste ich vor lauter Lachen noch mehr pupsen. Und noch mehr Blätter ausstoßen. Ich brauche das heute irgendwie. Ah, okay. Aber nicht an meinem Gesäß rumzuspielen, oder? Nein, aber solltest du wirklich nochmal so wie Halloween sein, dann würde ich dir tatsächlich am Gesäß rumspielen, aber nicht auf die feine Art. Habe ich überhaupt nicht vor. Gut, dann sind wir uns ja einig. Harry? Ja? Schau mal, da hinten ist schon mal drapiert. Ich habe mir gedacht, ich muss ja nicht alles jetzt so irgendwo hinstellen. Vielleicht hast du ja dann auch Ideen. Und du bist so schön kreativ, was das angeht. Ich will dir da nicht die Arbeit wegnehmen. Ich dachte mir, vielleicht macht dir das Spaß, wenn du dir dann so ein bisschen überlegst, wo du was hinstellen willst, okay? Das ist sehr süß von dir, danke schön. Okay. Außer das Ei, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ja, das ist wirklich cool, danke schön. Ich habe schon gesehen. Das passt gut dahin, ne? Ist nur ein bisschen schief, vielleicht kriege ich es mal gerade hin, mal gucken. Ach, du hast ein besseres Auge. Nein, das kannst du auch gut. Du bist doch auch kreativ, oder? Ja, aber es gibt Dinge, die liegen mir dann nicht so in der Kreativität. Bist du so Last-Minute-kreativ oder lange Plan-kreativ? Ach, also spontan kann ich. Hey, übrigens, weißt du, das passt jetzt gerade, weißt du, wen ich gerade vor der Tür getroffen habe? Wir haben einen Nachbarn. Ja, wen? Der nannte sich, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Moor oder Boar oder sowas verstanden? Aber der, aber das ist der Chef vom X-Gym. Ist das so? Das ist so. Das ist total witzig. Naja, und weil du gesagt hattest, die brauchen so lange. Ich habe dir mal gefragt, wie lange der da braucht. Wofür braucht der lange? Und hab ihm da auch wofür? Eine Ringgröße genannt wofür? Und sowas. Ringgröße? Okay. Und dann sagte er, haben wir auf Lager. Okay, ich so, okay. Also das war jetzt einfach nur mal, ne? Da so viel zu dieser Theorie, das dauert eine Woche. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, man muss Connections haben, sage ich doch immer wieder. Aber ich muss manchmal auch sagen, es ist schon auch komisch,
Da läuft der einfach, nein, ich bin gerade, wollte ich mit den Dreck und Weg mitlaufen, da kam der so und dann einfach ein Hallo, Hallo und dann so, ja, sind Sie auch hier? Ja, auch, bla 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 bla. Und ja, stellt sich raus, dass das unser Nachbar ist. Okay, mein Limonadenbärchen, hol mal dein Handy raus. Ja, habe ich. Venture? Mhm. Weezy News? Oh je, mhm. Wochenhoroskop das Neueste und dein Horoskop vorlesen und meins. Laut. Bitte lies dein Horoskop vor. Meins? Deins, Skorpion, genau. Ja. Diese Woche achten Sie intuitiv auf Ihre Gesundheit und Fitness. Hä? Nein, das ist... Warte mal, kam Neues? Nee, dann ist es das nicht. Warte mal. Du liest jetzt schön, dass das passt. Warte mal. Nein. Nee, ach so, nein, nein, nein. Okay, das davor. Das kam halt heute erst. Entschuldigung. Vom 6.2. bis zum 12.2. Oh. Wie komme ich da drauf? Horoskope. Und dann 6.2. bis 12.2. Okay. Ich lese meins, du liest deins. Okay. So. Ja, Ihre Kreativität erlebt ein Hoch. Es ist somit an der Zeit, ein Projekt, an welchem Sie schon lange arbeiten, zu Ende zu führen. Aber passen Sie auf, Ihre Geheimnisse nicht in falschen Personen zu verraten. So, geben Sie nicht auf, der Sternentipp. Wow, wow, wow. So, und jetzt kommt meins, okay? Ja, okay, warte, können wir die schnell verabschieden? Oh, ja. Fertig. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Okay. Seid ihr durch, ja? Ja. Wir sind voll durch. Ja. Durch, ja. Oh, danke schön. Vielen Dank. Okay, dafür sind wir da. Ja, die Rechnung gerne auf mich dann ausstellen. Ja, mache ich. Perfekt. Ist denn soweit, gab es noch irgendwelche Unklarheiten oder ist noch irgendwie... Ja, alles gut. Okay. Ja. Boah, ich gehe da nochmal alles... durch und wenn was sein sollte, genau, würde ich nochmal anrufen. Okay, aber wir haben alles so eingeräumt, wie wir es rausgeholt haben. Oh, wow, geil. Wir müssen nur mal gucken, wie genau was wohin kommt. Ja, bei einer Sache haben wir ein bisschen ein Durcheinander reingebracht. Ja, das war, kriegen wir bei den Zetteln. Das ist ein bisschen Therapie dann einfach auch, wenn ich dann ein paar Sachen sortiere. Okay. Genau. Ja, dann herzlichen Dank nochmal. Also wirklich, Sie und Sie geben übrigens ein tolles Team ab. Dankeschön. Ja. So, dankeschön. Das hört man gerne. Dreck und Weg dann natürlich auch sehr gerne weiter. Ja, ja, das mache ich generell immer. Das ist der einfachste Umzug und auch der sicherste, finde ich. Ja, das stimmt. Und wenn Sie mal jemanden treffen, der neu in der Stadt ist, dann auch gerne darauf verweisen, dass wir auch Mitarbeiter nehmen. Oh, immer. Okay. Gern. Okay, also, gut zu wissen. Das machen wir, da geben wir Bescheid. Und wenn Sie mal ein Boot mieten wollen. Ah oh, ja, stimmt, das haben Sie mir auch erzählt, ja. Wenn Sie Leute brauchen oder wenn Sie jemanden kennen, der sich wohnlich verändern möchte, dann ja, genau, können Sie sich dann auch immer an mich wenden. Oder ich sagen, Sie können mir gerne mal die Nummer geben. Ich denke, ich werde mich auf jeden Fall melden. Ja. Wenn Sie mal ausgeraubt werden oder Sie jemand bedroht, können Sie sich dann auch an mich wenden. Das ist doch hier... also, schicke Werbekreis, Mensch. Oh, hier fast alles abgedeckt. Jetzt brauchen wir noch einen Koch. Was kannst du? Ich kann nichts mehr bieten. Du weißt, der Laden existiert nicht mehr. Es tut mir leid. Also ich habe mal eine Woche im MD gearbeitet. Reicht das? Hm, ja, dann wissen Sie, wie man einen Verband zum Beispiel anlegt, sicher. Ein Druckverband. Klar, weiß er das. Bestimmt weiß er das. Klar, weiß ich das. 310310 Mist. Oh! Was? Wie? 310310. Ah ja, okay. Ja. Ja, gut. Ich fand das toll. Wir haben so die wichtigsten Lebensbereiche, glaube ich, werden hier Moment. Schon abgedeckt. Ja, ich mache schon ein bisschen Sad-Musik. Ich mache Atmo-Musik an. So? Ich mache Atmo-Musik an. Nee. Noch nicht. Okay. Ich kenne jemanden, der haben wir nicht so traurig. Echt das? Das zählt, ja. Ja. Okay. Kann man machen. Er hat ihn halt nur noch nicht. Ja. Super. Kannst du beim FD anfangen? Dann haben wir das auch noch drin. So, dann, ja, wir gehen schon. Okay. Vielen Dank, ihm. Bitteschön. Dafür sind wir dann. Leben bringen Sie noch von Ihrer neuen Wohnung ein. Alles klar. Danke. Passen Sie auf sich auf. Noch. Ja. Dankeschön. Ihnen auch. Sie auch. Tschüss. Tschüssi.
Oh Gott, ich habe so einen fetten Kleiderschrank. Oh, welcher ist denn meiner? Beide? Oh, das ist der. Okay. Oder hat Larry wieder gar keinen? Das ist okay. So, Larry. Oh. Oh, Entschuldigung, habe ich dich umgerannt? Oh, ich wollte auch gerade runter mich umziehen. Also. Baby. Oh, ja, da siehst du, dass wir zueinander gehören, Larry. Oh. Dankeschön. Ah, oh, siehst du toll aus. Und? Fußbodenheizung ist schon ziemlich cool, oder? Oh Gott, das ist so ein Luxus hier. Ich kann immer noch nicht glauben. Und es ist auch krass, dass der Kamin die Fußbodenheizung speist. Das ist ja diese Technik heutzutage. Das ist der Hammer. Ja. Harry? Harry? Du wolltest das Horoskop vorlesen. Ah ja, stimmt. Hat das nicht kurz ein bisschen Also ich bin etwas ja, nicht schlecht, muss ich sagen. Der sechste, also das letzte Horoskop ist schon, wow. Ja, jetzt kommt's bei mir. Achtung, warte. Wizzy News. Wo ist das da? So, Zwillinge. Kämpfen Sie um Ihre freundschaftlichen und romantischen Beziehungen. Ihre Motivation wird sich bezahlt machen. Achten Sie außerdem diese Woche darauf, bei Vertragsabschlüssen nicht übereifrig zu sein und voreilig zu handeln. Okay. Sternentipp, wagen Sie den nächsten Schritt in Ihrer romantischen Beziehung. Wow, das liest sich schon echt, hey. Ja? Das ergänzt sich alles so toll irgendwie. Naja, ernsthaft, das ist schon, also also Horoskope sind schon irgendwie witzig, oder? Das stimmt. Komm, ich zieh dir was Schönes an. Warte, jetzt die aktuelle Woche. Oh nee, okay, liest du vor, meins auch? Okay, Zwillinge. Anderen Menschen fällt es leicht, bei Problemen auf sie zuzugehen, dank ihrer aufgeschlossenen Lebenseinstellung. Mit offener Kommunikation können Sie derzeit gut weiterhelfen. Der Sternentipp: Ziehen Sie sich nicht vor der Welt zurück. Das ist deins, ne? Das ist deins. Hä? Das ja, passt aber ja Zwillinge. Zu dir. Meins ist: Diese Woche achten Sie intuitiv auf Ihre Gesundheit und Fitness. Das animiert auch Ihre Liebsten dazu, mehr Sport zu treiben. Scheuen Sie auch nicht vor Intimität zurück, wenn sich die Gelegenheit bietet. Kümmern Sie sich um Ihre Nächsten, lautet der Sternentipp. Also, was soll das denn? Scheuen Sie sich nicht vor Intimität zurück, auch wenn sich die Gelegenheit bietet. Ach, was überlege ich denn da großartig? Ja, obwohl, Larry, gerade bin ich nicht so in Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weg mit den Klamotten. Nein, Larry, ich bin gerade. Nein, lass die Klamotten wieder an. So, jetzt. Okay, Moment. Nein, zieh ruhig aus. Du kannst auch so bleiben. Ich zieh mir mal was Bequemes an, okay? Oh, kannst du dir zu dem schwarzen Hemd den schwarzen, diese schwarze Weste anziehen? Oder ich wollte jetzt was Bequemes anziehen. Ach so, ja, okay. Dann. Aber ich merke mir diese Kombination. Zum schwarzen Hemd eine schwarze Weste, ja? Ja. Ich mag das Braun so schön. Ich finde die toll. Ja, das find ich weil auch du sie toll. Gekauft hast. Eine meiner Lieblingsklamotten ist das hier. Das finde ich sehr schön. Ja, ich auch. Bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, ich kipp ein. Ich kann oh Gott, zum Rauchen muss ich vor die Tür. Das ist aber doch ein bisschen scheiße. Oh, wollen wir da dran? So, bitte zu Barbaras Haus kommen. Hallo. Hallo, Atkins, was ist los? Ach, ich bitte. Ja. Also das Ding ist, Barbara ist allein und jemand ist gestorben bei ihr und
ich weiß nicht, was ich machen soll. Max ist Taxifahren, David macht irgendwas und ich weiß, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Ich kenne sie nicht so gut. Ich war kacke. Ja, ich bin gerade erst umgezogen. Wir sind gerade fertig mit Dreck. Nein, das ist nicht unangenehm. Du bist voll super. Ich liebe dich. Wirklich. Warte, was nochmal? Nein, ich bin gerade, wir sind gerade frisch umgezogen. Wir sind auch nicht weit weg. Ich kann mich später um Barbara kümmern. Oh, okay, nee, jetzt klingelt jemand. Aber, vielleicht ist jemand da. Okay, das hat geklappt. Danke trotzdem. Okay. Ciao. Kacke, ich muss mich um Barbara kümmern, aber ich muss mich auch mal gerade um mich kümmern. Kacke. Ich kann gerade nicht alleine. Warte, Barbara, wie lange bist du heute wach? Weiß ich nie. Jo. Wo ist Jo? Ja komm, Lami ist doch immer da. Was ist da los? Hä? David, du musst unbedingt zu Barbara. Hier reiche ich rein. Ist gebrochen. Ja, ich hab's gehört. Sie hat gerade geweint. Ich weiß nicht, aber sie hat gerade am Telefon geweint und Atkins hat gesagt, da soll unbedingt jemand zu Barbara kommen und ich kann gerade nicht, weil ich selber Probleme. Ich bin unterwegs dahin jetzt. Ich kann später auch kommen, nur jetzt noch nicht. Ich kann später aber dazukommen. Und sie legt auch immer wieder bei mir auf. Mann, was hat Max gemacht, den Arschloch? Den hat ich auch weiß voll, aber wie kann Max jetzt einfach Taxi fahren? Den hat dich angelogen. Was? Warum? Weil den hast du dich ja gesagt, den will Barbara brechen. Ja? Aber als du gegangen bist, hat ihn gesagt, weil eigentlich habe ich Ariane jetzt verarscht. Ich will eigentlich Barbara ausnutzen. Deswegen habe ich ihn noch mal geschlagen danach. Den Schlag habe ich sogar gehört. Oh. Weil, was ist denn los mit Max? Ich weiß es nicht. David, ich melde mich später nochmal. Ich werde auf jeden Fall später nochmal zu Barbara gehen, ja? Okay. Okay, kein Stress. Bis dann. Hey. Oh, das ist ja süß. Ja, ist mal ein Tag zu früh, aber ich wollte es unbedingt mal anziehen. Stimmt, ist ja der 14. dann. Ja. Oh, Harry. Hey, auf eine gute, auf einen guten Start hier in unserem neuen Zuhause, oder? Das ist so groß, das ist alles so groß und... Vor allem hier dieses, das ist auch so, ich würde es gerne woanders hinstellen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht eher hier so hier? Oh weil nein, ist mir umgefallen. Denn gern? Ja. Ich kriege das. Helfe ich dir. So, Larry, Ja? Komm mal kurz mit. Mhm. Ich wollte ja schnell was essen. Du kannst was essen, ja. Ja. Willst du auch was? Nee, gerade ist mir nicht danach. Okay, ich beeil mich. Ja. So, jetzt macht Ariane das so. Skin hat ihr damals vertraut. Sie erzählt jetzt auch eine Geschichte. Die erzählt jetzt eine Geschichte. Die könnt ihr ihn auch straight interner erzählen. Der wird nichts weiter sagen. Gar nichts. Twain Kitty, Ariane ist kriminell. Aber ja, sie macht jetzt das, was Skinner damals mit ihr gemacht hat.
Also sie will einfach nur erzählen, wieso sie so niedergeschlagen ist. Weil ich wünschte echt, er wird beim PD arbeiten. Das wird so viel erleichtern. Das Ei ist cool, ne? Boah, es ist immer noch so geil. Es steht sogar so schön gerade. Interner Lebenslänge, nee, ach Quatsch. Also wenn das irgendjemand dann so rausfinden würde, wäre es halt voll Meta und sie erzählt ja jetzt gleich eine Geschichte, ne? Harry, soll ich noch ein Bier organisieren? Ah, alles gut, ich habe hier den Tequila noch gerade. Okay. Kannst du dich anders hinsetzen? Cool vielleicht? Lass mich doch mal. Ach, Mann. Irgendwie dann. Gefühllos vielleicht? Nee. Ach. Oh. Aber Levi, das ist wirklich was Ernstes, was ich dir jetzt erzählen möchte. Oh, okay, warte. Ja, das Eis auch nicht. So, Moment. Oh, warum? Ja. Warum? Ich kann nicht mehr. Seit zwei Jahren ist das mit dem, ey. Oh mein Gott. Seit zwei Jahren ist das mit dir so. Okay. Ja. Harry. Hm. Du hast mir damals Geschichten erzählt. Ja, und ich kann mich erinnern. Du hast mir sehr vertraut und ich vertraue dir auch. Und sicher ist es jetzt auch gar nicht so ein Problem, aber ich will nur, dass du weißt, warum ich gerade so niedergeschlagen bin. Es war einmal eine kleine Maus. Eine kleine Maus in einer Welt, die viel zu groß für sie war. Mhm. Diese Maus war mit anderen Mäusen unterwegs. Die waren auch viel, viel stärker und viel, viel erfahrener als sie. Okay. Diese Maus wurde zu einem Ereignis gerufen. Und bei diesem Ereignis lag eine tote Maus auf dem Boden. Eine mausetote Maus. Und um die Maus herum waren Menschen, die geweint haben, weil sie gerade erfahren haben, dass diese Maus gestorben ist. Mhm. Die Maus, die gestorben ist, war eine Maus von einer Familie, die der Maus damals wehtun wollte. Also wusste die kleine Maus in der großen Welt, nennen sie mal die schüchterne Maus, dass die anderen Mäuse auch gefährlich sind. Trotzdem ist sie zu den zwei Mäusedamen hin, die eine damals sehr geweint, denn das war tatsächlich ihr Mann, der da lag, tot. Und sie war sehr aufgewühlt. Die kleine Maus hat das gemacht, was sie am besten kann. Sie hat getröstet und hat viel Empathie gezeigt. Dadurch hat sie die Mäuse dazu gebracht, sich von der toten Maus zu entfernen. Und während all die anderen erfahrenen Mäuse ihre Arbeit machen, kam eine besondere Maus. Eine Maus mit sehr, 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 sehr hohem Rang, die nicht Weiß hieß, sondern eine Maus war, die die kleine Maus noch gar nicht kannte. Die kleine Maus wusste nicht, wer das war und was für einen Status diese Maus hatte. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass die kleine Maus, die gerade die anderen beiden Mäuse getröstet hat, die sehr, sehr laut geweint haben und sehr, naja, sehr niedergeschlagen und so sehr on the edge waren, auch gefährdet waren, sie sind wieder zu den anderen Mäusen gegangen und die neue Maus, die dazu war, diese sehr, sehr erfahrene Maus, hat dann angefangen, alle anzuschreien und hat gesagt, entfernen Sie sich jetzt, entfernen Sie sich jetzt. Und dann hat die weinende Maus gesagt, aber ich möchte hier bei Ihnen bleiben. Und dann hat er, also die sehr, sehr erfahrene Maus, die weinende Maus angeschrien. Und als die Situation unter Kontrolle war, ist die ganz kleine, schüchterne Maus zu dieser erfahrenen Maus hin
ja. Und hat ihn richtig den Leviten gelesen, vor allen anderen Mäusen. Okay. Also hat die kleine Maus an dem Tag nicht nur die erste tote Maus gesehen, beziehungsweise die zweite, aber die erste tote Maus, bei der man nichts mehr machen konnte. Mhm. Mit der weinenden Mausedame, wo sie noch versucht hat, so zu helfen. Sie hat auch noch eine Maus mit viel, vielen Hörnerrang angeschrien. Okay. Zurechtgewiesen. In ihren Augen zurecht. Es ist Gott sei Dank noch alles gut ausgegangen, aber die kleine Maus war sich ziemlich sicher, dass sie heute aus dieser ganzen Gruppe rausfliegt, weil sie als unerfahrene Maus eine sehr, sehr erfahrene Maus zurechtgewiesen hat. Naja. Okay. Das ist das Ende. Das Ganze war heute für die kleine Maus ein bisschen zu viel. Ich ziehe so ein, zumindest mal eine Sache. Ich glaube, die kleine Maus, die ist sehr, sehr mutig. Und vor allen Dingen auch hat sie einen tollen Gerechtigkeitssinn. Ich denke, egal wie erfahren eine Maus sein kann, gibt es auch immer wieder was für diese Mäuse dazu zu lernen. Gut, dass so eine kleine Maus dabei war, die auch mal die großen Dinge sieht und die wichtigen Dinge. Ich will niemals, dass du am Boden liegst und dich einfach nicht mehr bewegst und ich daneben sitze und weine. Ich will niemals, dass das passiert. Das möchte ich auch nicht, dass du am Boden liegst, dich nicht mehr bewegst und dass ich daneben sitze und weine. Kleiner als 3 dich, Larry. Kleiner als 3 dich auch, kleine Maus. Das war ein harter Tag, hm? Ja. Ich wünschte, ich wäre besser und sicherer in dem, was ich tue. Bist du das denn nicht? Nein. Ich habe so lange Pausen dazwischen, weißt du. Viel, viel zu lange Pausen, das erschwert mir das Ganze. Naja. Ich kann das Wissen nicht festigen zwischendrin. Aber geh trotzdem nicht so hart mit dir selber ins Gericht, hm? Ja, ich versuch's, aber irgendwie ist es heute wieder passiert. Aber mal so? Wie, ich meine so, jetzt mal abgesehen von dem Gefühl, wie läuft es denn einfach so von den Ergebnissen her? So vom Unsicherheit hier und da hat man immer mal. Die legt sich vielleicht erst noch, aber... Kann ich dir sofort sagen? Moment. Ja, es ist ganz schlecht. Ja, ja. Barbara will ausreisen. Die will nicht ausreisen. Doch. Gib mir bitte noch ein bisschen, ja? Halbe Stunde noch, ja? Okay, Noel. Bis gleich. Ich weiß, dass ich nicht der ganzen Welt helfen kann und ich weiß, dass man auch nicht zu lasch an Sachen rangeht. Das weiß ich alles. Ja. Aber findest du nicht aus, es gibt immer einen Mittelweg? Meistens. Findest du nicht auch, ich bin im Norden besser aufgehoben mit meiner Art? Nein. Nein? Meinst du das? Ich denke, dass dir die Stadt erstmal noch gut tut. Also ich glaube, weißt du, im Norden, wenn du sagst, dass du jetzt irgendwie noch mehr Zeit brauchst und du vielleicht hier und da noch ein bisschen unsicher bist, kannst du ja hier davon ausgehen, du hast ja, ich meine, hier hast du eine Fülle an verschiedenen Erlebnissen, an verschiedenen Fällen, an verschiedenen Ereignissen, mit denen du konfrontiert wirst. Im Norden ist es durchaus mal sporadisch hier, sporadisch da. Du kannst, glaube ich, bessere Kontakte dort knüpfen. Da hast du eine tolle Art dafür. Und wärst wahrscheinlich prädestiniert dafür. Aber was die Erfahrung angeht, so von den ganzen Dingen, die dir so passieren können auf der Straße, glaube ich, ist die Stadt erstmal noch eine gute Idee. Ja, das so denke ich ja auch. Aber ich freue mich trotzdem auf den Norden. Ja.
Also, verstehe mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass du generell... Du bist... Also, ich will nicht damit sagen, dass du generell nicht für den Norden bist. Sondern ich glaube, dass dir das in deiner jetzigen Phase noch ganz gut tut in der Stadt. Das wäre meine Meinung. Okay, aber wie hast du es geschafft? Wenn du dabei bleiben willst. Wie hast du es geschafft, in deiner Zeit beim PD nicht auch etwas... Guck mal, ich verstehe das, wenn man länger beim PD arbeitet und immer so viel Gegenwehr und bekommt und so scheiße von Leuten behandelt wird, dass man irgendwann diese Empathie ablegt und einfach ein bisschen kälter wird. Wie hast du es geschafft, das nicht zu werden? Naja, weißt du, ich hatte eigentlich hatte ich so gut wie nie irgendwie eine Kälte entgegengebracht bekommen, weil ich eigentlich so gut wie jeden, damals ja so gut wie jeden, in der Ausbildung zumindest irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei mir. Ja, aber ist doch gerade schön irgendwie, ne? Die Leute mit mir eigentlich immer recht zufrieden war. Und die waren dankbar. Die fühlten sich wohl und waren dankbar für die Tipps, die ich denen gab. Das war vielleicht einfach auch eine andere Lage. Ich gehörte ja immer schon zu den erfahrenen Cops. Viele sind damals gegangen und irgendwann waren wir ja nur noch, wie du selber weißt, eine Handvoll von den alten Säcken. Und dann hatten die grundsätzlich auch immer, glaube ich, so einen gewissen Respekt. Ich wurde schon beleidigt, nur weil ich in einem Polizeiauto saß mit Uniform, Larry. Ich habe nicht mal was gesagt. Naja, wenn mich damals einer... Das hätte keiner gewagt, außer der Chief selber, der natürlich immer seine Sprüche bringt. Und die steckt man einfach so weg. Oder ignoriert sie, je nachdem. Wie war meine Maus-Story? Auf einer Märchenskala von 1 bis 10? 11. Gut, dann arbeite ich weiter dran, dass ich irgendwann ein 12 werde. Okay. Gehst du gleich schlafen? Ein bisschen heimlich ich noch. Ich dachte, wieso, hast du noch was vor? Ach so, ja, ich gehe gleich zu Barbara und so, aber ich so allgemein, weiß ich nicht, wie... Naja. Also, wie ist das mit den Überweisen? Ich habe dir 2000 überwiesen, aber wie genau läuft das jetzt alles? Also, pass auf. Jetzt habe ich erstmal selber ja ein bisschen was überwiesen, damit wir so mal zwei... Ich habe 2 Wochenmieten überwiesen, damit wir da schon mal safe sind, okay? Ja. Und jetzt hast du mir 2000 überwiesen. Also eine Wochenmiete sind 1480. Ich schalte mir das nochmal auf, ja? 1480 pro Person oder zusammen? Nein, zusammen. Miete. 1480, das sind 1000, sind 500, 200, sind 740. Für jeden dann pro Woche, ist das richtig? So, warte, ich bin gerade nochmal am Gucken. So, ich schaue jetzt, ach, das ist mir zu blöd hier. Venture, ich gucke mal im System, das geht ja noch einfacher. So. So, 300... Oh, diese Zeitbubis machen mich auch die ganze Zeit so wahnsinnig bei ihr. So. Also. Genau. 1000, ja, sind eigentlich so gesehen 1487,50. Das ist der Wochenpreis. Aber man kann auch, also aufgerundet 1488. So. Ja. Sag mir einfach, wie viel ich dir pro Woche überweisen soll, dann mache ich deinen Dauerauftrag. Naja, ganz ehrlich. Oh Mann, Max! Lass uns doch einfach machen. Machen wir es zweiwöchentlich. Dann bleibt es bei den 1480. Ja, okay, machen wir so. Weil dann hat jeder alle 2 Wochen 1480. Dann muss ich nur wissen, welche Woche. Alle 2 Wochen. Oder wir warten. 1488. 1488, ja. Okay. Oder wir warten noch ein bisschen, bis ich dich als Erstmieter eingetragen habe, dann wird es bei dir eingezogen. Wie du möchtest. Nein, lass uns das ruhig so machen, aber ich hätte trotzdem irgendwas nur zum Unterschreiben. Wir können sie ja mit können wir da nicht so einen Dauerauftrag machen? Ja, ich habe ja gesagt gerade, ich mache einen Dauerauftrag. Okay. Dann mache ich einen Dauerauftrag auf
Aus deiner Sicht. Wir können auch vorauszahlen, ja. Wir können auch so einen Puffer einzahlen, wenn wir wollen. Und wenn wir beide länger weg sind, dann müssen wir Bescheid sagen. Dann werden die Erzahlungen aufgehoben. Okay. Meld mich gleich bei dir. Wann sollen wir den Dauerauftrag einrichten? Sollen wir das zusammen am Mittwoch machen? Ja, dann lass uns das machen am Mittwoch, genau. Jetzt sind wir ja erstmal noch versorgt. Die Kaution habe ich auch bezahlt. Das ist auch in Höhe einer Wochenmiete. Genau, das war eigentlich, ich wollte dir eigentlich das Geld für die Kaution dann überweisen. Das war eine Wochenmiete, auch 1408. Aber mit 2000 habe ich ja immer ein bisschen auch mit abgedeckt, ne? Ja, ja, alles okay. Also ich hatte die Kaution bezahlt und dann zwei Wochenmieten. So. Dann machst du einfach die nächsten beiden und ist okay. Oder? Hast du ein Lulu zwischen deinen Beinen? Ein was? Na, das ist gut. Ich wollte nur das Thema jetzt irgendwie ein bisschen auflockern. Okay. Ja. Ja, ja, dann kannst du dich jetzt auch erstmal dann hier überall austoben. Ja, mache ich auch, weil guck mal, das ist hier, das ist doch voll die Riesenwohnung. Ich freue mich schon auf die Einweihungsfeier und die Küche und alles hier. Die Fliesen, diese schönen großen Fliesen, die finde ich so schön. Ja, das stimmt. Vor allem die warmen. Oh, barfuß mit Fußbodenheizung ist wirklich so toll. Boah, ich werde so oft hier barfuß laufen. Wir können sogar am Boden schlafen. Ja, oh, und, ja, endlich. Und Dinge tun. Ja, was denn für Dinge? Kuscheln. Ach so. Und uns einander an den Boden reiben. So. Ich dachte, solche Dinge hier. Nein, irgendwie war nur Spaß. Ernst, also, nee, war schon ernst gemeint so. Ja, so Yoga bin ich immer zu haben. Ja, Yoga, natürlich. So, ich muss hier noch alle Schränke abschließen, aber das mache ich auch noch alles. Guck mal. Also. Warte, warte, Larry, ich wollte dir noch zeigen, was ich mir überlegt habe. Guck mal. Ja. Wenn ich sauer auf dich bin, ne? Ja. Dann werde ich hier immer so sitzen. Oh, okay. Ich werde mich hier abkühlen und dann musst du irgendwann kommen und dann werden wir reden. Das ist so meine, das ist die Sauerecke. Die Sauerecke also? Ja. Okay, die nutze ich dann auch so. Ja, dann zeig mal, wie du sauer da sitzt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt sitze. Ja, ich weiß, dass du nicht weißt, wie du sitzt. Du stehst. Ja, ich sage ja, ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt sitzen will. Ach so, ja, okay. Dann stehst du so an der Sauerecke. Weil irgendeinen Nutzen muss die Ecke ja haben, ne? Ja, das stimmt schon. So, dann sitze ich so da, okay? Oh, du hast so Narben an deinem Knie. Ja. Du Armer. Mein Gott, ich weiß nicht, wo ich überhaupt keine Narben habe. Ganzen Kugeln da. Naja. Oh. Aber jetzt will ich so nicht sitzen. Okay, und dann, genau, Schlafzimmer ist ja, das ist so, oh mein Gott, das ist so schön modern und luxuriös. Ja. Wo willst du schlafen? Näher am Schrank? Oder also näher am Klo, oder? Ja, jetzt haben wir die Tür da. Das heißt, ich muss nicht mehr auf der Einbrecherseite. Also wir schlafen bei... Ich weiß es nicht. Ah ja, ich muss immer pinkeln. Ich schlaf dann näher am Klo. Also hier so. Ja, genau. Oh gut, dann bin ich halt auf der rechten Seite. Hey, übrigens, hier ist eine Kommode, ja? Hier, oh. Da ist schon ein bisschen was drin. Also nicht erschrecken, ja? Ja, es ist jetzt erstmal so ein bisschen... Ja. Der Schmuck. Das mache ich noch. Ich packe nur die ganzen Gutscheine, die ganzen Karten, die packe ich dann nach oben. Ja, dachte ich mir. Mhm. Okay. Miniaturflammenwerfer ist deins. Ja, können wir auch nach oben packen. Was haben wir hier noch? Der Harry, Schrank. Larry, Sherry, Odoli, Rhapsody, Kalahari, Tulipi. Harry Lee. Yo. Komm mit die Mali mit, die zum Schranki Lee. Okay. Also rechts ist erstmal der Schrank, da sind erstmal die Klamotten. Da ist die Reihenfolge auch fast korrekt. Es ja, das ist, stimmt. Zwischendurch ist nochmal extra eine Reihe Platz gemacht worden, damit man ein bisschen rumschieben kann.
Das ist voll cool, das hatte ich schon gesehen. Ja. Aber das ist krass, dass, dann bist du ja wieder bei mir im Schrank. Ich dachte, du kriegst jetzt endlich mal deinen eigenen Schrank. Naja gut, auf der anderen Seite hätte ich ja noch einen Schrank, aber den kann ich ja nutzen. Aber da ist ja auch schon so viel Zeug drin. Ja, wir haben leider sehr viel Kram, ne? Aber ich werde das noch alles machen. Aber ich habe dann schon, ich würde mich unten ein bisschen breit machen. Ich meine, ganz ehrlich, was sind denn das eigentlich für Klamotten? Welche? Die waren alle in dem Rucksack gestopft. Ja, das unten. Ist Altkleider. Die wollte ich nur wegbringen. Ach, die wolltest du weghaben. Stimmt. Echt? Happy Howdies, my lady. Harry, lass mich weiter dein Lebenshebel sein, den du weiter fest in die Hand nimmst. Ja. Ja. Dein Lebenshebel. Ja, das kann man mal so machen, ne? Ja. Larry, schnapp dir eine Zigarre und rauch die oben im Wohnzimmer. Ich mach die Lüftung an. Jetzt will ich aber noch keine. Ah, okay. Genau, da habe ich noch die Jacken. Ja, alles Sachen, die ich... Da sind noch deine Zigaretten, die können wir eigentlich wegschmeißen. Braucht doch keiner mehr. Ja doch, ich rauche wieder. Was? Ja, ich werde mir das bald wieder abgewöhnen. So viel zur Disziplin, hä? Harry, ist eine schwere Zeit gerade. Das ist doch ein riesen... Dieses Ankleidezimmer ist unglaublich. Ja, ist wirklich voll cool, ne? Ja. Hier in der Mitte wäre noch eine schöne so eine Kommode. Das ist dann wie bei den Targaryens. Die sind aber irgendwie... Die haben Spiegel, wir nicht. Natürlich haben die Spiegel, die müssen immer gucken, wie toll die aussehen. Ja, ich sage ja aber, wir nicht. Die haben den Spiegel, wir nicht. Dann hier mal. Ja, hier haben wir einen schönen Spiegel. Guck mal, wie toll wir aussehen. Larry. Das stimmt. Meine Güte, sehe ich gut aus in diesem Spiegel. Ich kann manchmal nicht. Oh, Larry, du siehst eben... Ich kann... Also, ich muss sagen, ich finde mich auch ganz gut. Der Spiegel... Weiß ich nicht, der Spiegel wird dir nicht gerecht. Du bist so glatzig in dem Spiegel. Echt? An den Seiten, ja. Komisch. Warum sehe ich nicht so aus wie... Ist das wirklich mein Spiegelbild? Sehe ich so aus? Habe ich so voluminöses Haar? Ja. Hast du wirklich? Du musst mal höher gucken. Mach ich so? Guck mal noch höher. So? So richtig arrogant. So richtig arrogant? Okay, warte. So? Nee, das ist nicht gut. Okay. Das passt nicht zu dir. Ja, und hier mache ich immer Ja. Du auch. Mhm. Und abziehen, Harry. Ja, und spülen nicht vergessen, Harry, ja? Das war einmal, Harry. Ein einziges Mal. Du musst mir das immer wieder vorhalten. One Shot Rocket, vielen Dank für den Raid. Boah, wer hätte heute mal bei dem PD-Ding dabei gewesen? Das war so krass. War schon witzig. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Jetzt ist hier so. Weißt du, was noch toll ist? Nee. Wir haben hier ja noch Boxen, ja? Ja, oh, voll cool. Da können wir schön die Soundanlage, während du hier unten bist, kann ich hier irgendwie so ein. Naja. Verkneif es dir, verkneif es dir. So ein Glockenspiel oder Meeresgesänge, sage ich schon, Meeresrauschen oder sowas hier unten einspielen. Dann kannst du dabei einschlafen, meditieren und so. Und oben kann ich dann richtig schön Rockabilly hören, hm? Wie heißt die Anlage? Anlage? Ja, was ist das nur für eine Anlage? Faustus, glaube ich. Du hast gesagt, eine Soundanlage. Sound. Sound, dein, ja. Aber was habe ich gesagt? Ja, eine Soundanlage. Sag mal Sound. 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 Imagine the sound. Sound. Was soundet jetzt mal? Soundet hier mein Handy? Warte mal. David? Oh Gott. Wollen wir nächsten Wochen mal schauen wegen den Wohnungen? Er möchte eine andere Wohnung haben. Er möchte noch... er wäre noch immer interessiert an der billigsten Wohnung, den es hier in der Stadt gibt. Ah, okay. Ja, vielleicht kriegt er ja mal eine mit Toilette. Ach nee, hier, Larry, ich brauche einen neuen Wohnung. Am besten einen über 40 und unter 70 Dollar. Den ist ein Notfall. Ja, dann habe ich ihn angerufen, nicht erreicht und habe ihm geschrieben. Dass wir jetzt einen Umzug haben?
Naja, dann sind noch Salü geschrieben, ich soll zurückgeschrieben. So, wollen wir nächsten Wochen mal schauen wegen den Wohnungen. Ja, schreibe ich jetzt mal. Ja, ich schreibe auch kurz meinen Ausbilder zurück. Okay, das mache ich. Ja, Arnaldo. Gerade dieses Modul würde mir helfen, einige Dinge besser nachvollziehen zu können. Ich war eine Woche in Kentucky. Das ist immer doof bei mir mit den Pausen zwischen der Ausbildung. Vielen Dank für das Angebot. Ich möchte einfach auch mal das Wissen weiter festigen. Grüße, Ariane. So. Allen gut, ich gehe gleich ins Bett. Ich mache morgen einen Anzeigen, dass Barbara in Ruhe lassen. Die wird uns nicht mehr sehen. Hallöchen. Barbara, möchtest du gleich vorbeikommen in meine neue Wohnung? Ich weiß nicht. Komm, wir können hier ganz normal reden. Ich brauche noch so 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich großartige Lust habe, heute noch zu reden. 25. Ja, aber wenn wir heute nicht reden, dann kann ich erst Mittwoch wieder mit dir reden. Ich auch. Und da habe ich meinen zweiten Jahrestag. Mhm. Den hast du. Okay, wo bist du denn? Also ich kann erst in 25 Minuten. Ich bin, ich kann dich aber auch abholen, wenn du möchtest. Ah nee, warte. In 25 Minuten? Soll ich so lange rumsitzen oder was? Ja, oder wir machen das am Mittwoch. Am Mittwoch? Ach, gib mir 2 Minuten, ich rufe dich sofort zurück. Okay. Okay. Larry. Ja? Sag mal was Liebes zu mir. Nur was Liebes. Ja, kannst du was Böses sagen? Nein. Ach. Du bist die süßeste, unerfahrene Maus, die ich kenne. Hey, ich hab doch gar nicht von mir geredet. Macht nichts. Und du warst der Bär damals? Ja, was? Der Bär? Warst du nicht damals ein Bär? In deinem Märchen? Ich hab das gar nicht mehr so. Muss ich nochmal über. War ich ein Bär? Kannst du mir eigentlich irgendwann mal das Märchen ohne Märchen erzählen? Ich meine, das müsste doch jetzt gehen, oder? Schau doch einfach in den Akten. Ach so, das könnt ihr ja nicht. Das kann ich ihr ja gar nicht. Nee. Ach so. Ja, dann erzähle ich dir vielleicht nochmal die Geschichte. Tut mir leid, dass ich dich heute mit dem Umzug alleine gelassen habe, aber ich kann nicht weg. Das war wirklich kein Problem, habe ich gern gemacht. Meinst du, du wirst dich hier wohlfühlen? Ja, ich denke schon. Ich hoffe, du auch. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, so wow, die ist riesengroß für uns zwei. Larry, darf ich dir eine Frage stellen? Mehrere? Ja, darfst du. Kennst du Macaroni with the Chicken Stripes? Ah, kennst du das? Sagt mir gerade irgendwie, ich krieg nur keine Verbindung zusammen, aber... Okay, unsere Steckdosen erinnern mich gerade daran. Kennst du Let Me Do It For You, Creamy? Kennst du das? Nee, das kenn ich nicht. Kennst du... Ja, doch, das kenn ich. Mit der Katze? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich will nur gucken, ob du noch jung und hip bist, weil ich das alles auf Clickcock gesehen habe. Ich werde dich jung machen. Ja, ich habe mir die App noch nicht so angeguckt, so richtig, aber okay. Das sollte ich vielleicht öfter mal reinschauen, oder? Um hip zu bleiben. Ja. Okay. Ich hoffe, wir bekommen irgendwann eine Venture-Version davon, da wäre ich dann ein Superstar. Das wäre cool. Aber was wäre denn das für... Oh je. Oh ja, das wäre nicht schlecht. Außerdem, weißt du, was ist...
Ach, wir müssen dann endlich mal, dann können wir mal die Stetson-Reihe aufleben lassen, oder? Natürlich. Wir haben immer drum gesprochen, aber nie was getan. Ja, wir lassen die Stetson-Reihe aufleben. Das wird eine eigene, coole Serie. Das Anders wird bestimmt sehr froh sein, dass es das denn gibt. Das denke ich auch. Moderiert von der hübschesten Lady der ganzen Insel. Nein, du moderierst das, der ist schon gut, und du kannst das besser als jeder andere. Okay, das machen wir so. Okay. Harry, wenn du los musst, du kannst auch ruhig los. Ja, du musst jetzt nicht warten, bis ich ins Bett gehe. Wenn du los warst, fährst du los. Nee, ich will Barbara hier hinholen. Oh. Okay. Ach, siehst du so süß aus mit deinem kleinen süßen Kopf, du. Das freut mich, dass ich dir so eine Freude machen kann. Ja. So, guck mal. Ja, was denn? Aus wenig Mitteln, die wenig kosten, ne? Kann man solche Sachen machen? Ja, das stimmt. Sowas zum Beispiel. Aber warte so, mal. Es kostet gar nicht so jetzt viel. Jetzt zeig ich dir mal. So. Und so musste ich heute hier. So musste ich heute hier anfangen. So. Dann habe ich hier die nächste. Dann musste ich immer alles zusammen. Ach. Ja, das tut mir leid. Aber ich wollte unbedingt, dass du das siehst. Weil ich dachte, Larry Skinner steht so auf. So. Warte. Ja. So steht Larry Skinner auf. So, ich gehe nochmal zur Arbeit. Weißt du, ohne SMS zu lesen, sondern einfach nur den Bildschirm anzustarren. Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich habe es wahrgenommen, als ich aufgestanden bin. Ich habe es wahrgenommen und als ich, dann musste ich nur ein paar Termine abtelefonieren, musste dringende Dinge erledigen, die ich also wirklich ganz dringend erledigen musste. Deswegen konnte ich dem nicht sofort meine volle Aufmerksamkeit widmen, aber ich hatte es gesehen, also definitiv. Als ich dann nach Hause kam, da habe ich es mir in aller Ruhe angesehen und habe wirklich... Ein Sinnbild für die Beziehung. Ari wirft Rosen und Skinner räumt sie weg. Bin gespannt, ey. Und das war einfach. Es war einfach. Und dir, Barry. Ich hab Angst vor Donnerstag. Ich hab Angst, dass ich nicht da sein werde. Und ich hab Angst, was du wohl gemacht hast. Und dass du vielleicht nichts gemacht hast. Vielleicht lügst du mich gerade an. Ja, wer weiß. Larry, sowas kannst du doch nicht sagen. Ich kriege hier Vietnam-Flashbacks. Ja, ich hab ja gesagt, du weißt, ich liebe spontane Dinge. Nein! Ich den Mob mal aufräumen. Nein! Larry, guck mal, wir sind wie dieses halbe kaputte Yin und Yang hier. Unsere Beziehung ist mir sehr wichtig. Ja, du bist links. Aber beim... Wieso bin ich... Ja? Und du beugst dich immer quasi so über mich drüber und so, na, Larry, was ist denn am Donnerstag? Hast du dies getan? Hast du das getan? Hey, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Larry? Ja? Weißt du, was ich irgendwann für dich machen werde? Hm? Ich werde irgendwann für dich singen. Ja. Okay. Ich singe irgendwann für dich und dann, oh mein Gott, guck mal, wie schön ich mich bewegen kann. Meine Güte. Ich glaube, ich habe gerade einen neuen Tanz erfunden. Da kannst du nachher auch schön hier Platz nehmen, ja? Oh, auf den Rosenblättern. Mhm. Ist aber süß, ja? Dann mache ich das mal hier. Chuppiduppidu. Mhm. Wow. Ja. Also, die können sich ruhig alle Zeit lassen mit dem Vorbeischauen. Ja, nee, komm, du musst ins Bett. Guck mal. Nein. Chuppidu, 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 chuppidu. Ja, Larry, du bist, wie Mary es sagen würde, eine Süßigkeit. Danke. Es gibt einen Tanz, der bist einfach du. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, warte. Sie sind ein Speziell, das bist auf ewig für mich, du.
Ich glaube, ich weiß schon, welchen du meinst. Ich meine, da braucht man nie viel dazu, sage ich mal. Ne? Der hier. So, ja? Nein! Das sieht kacke aus. Mary! So, warte. Hier, das hier. Das hast du mal gemacht. Und seitdem ist das für mich der Larry-Tanz. Der Larry-Tanz also? Genau, das hier. Genau der hier ist es. Du konntest total gut shuffeln. Ja, hier. Da, da. Larry, ohne Scheiß, du bist jetzt 41. Könntest du bitte aufhören? Ich will nicht, dass meine Zukunft so aussieht, dass ich mit 41 schon eine Oma bin. Ja. Ja. Du musst diesen Flow in dir flowen lassen. Und durchströmen lassen und einfach tragen lassen. Ja. Ist das so anstrengend für dich? Oh, oh Gott, Larry, du warst doch damals bei der Army. Du kannst nicht so alt, du kannst nicht so unbeweglich sein. Bei deinem Team musst du doch auch Treppen laufen. Ich darf jetzt einmal noch durchschnaufen. Ich habe den ganzen Tag Zeug geschleppt. Ja, aber und du musst dauernd sagen, von A nach B, wo was hin soll. Du machst immer so. Und wenn du dich sitzt, machst du immer so. Ah. Ja, oder weil zum Beispiel. Na, weil ich mir da immer diese. Weißt du, ich genieße die Gemütlichkeit. Ich genieße die Gemütlichkeit, ja. Verstehst du? Das ist keine Gemütlichkeit. Du tust, als wärst du alter Sack. Das ist die Art. Das ist die Artikulation der Gemütlichkeit, verstehst du? Wenn ich mich setze und dann auch so gleichzeitiges. Oh, dann kann ich das richtig schön genießen, mich hinzusetzen, verstehst du? Das ist ein Genuss. Man sollte jede Feinheit des Lebens genießen. Und das ist eben. Eine davon. Eine Feinheit. Ich dachte, du machst das nur bei einem Schnubbelubdu. Na, da genieße ich nochmal ganz anders, das weißt du. Ja, da müssen wir mal gucken wegen der Lautstärke hier, ne? Naja, das ist ja hier egal. Ist alles gedämmt und ich kann alles von der Musik übertönen lassen von mir aus. Nee, die obere Etage gehört ja auch uns. Ja, eben. Ja, okay, dann können wir mal richtig loslegen. Naja, außer die unter uns. Naja. Ja, okay, aber guck mal, das Bett, das schwebt doch. Die kriegen das gar nicht mit. Das Bett, ja, ich meine, mal gucken, wie lange das hält, aber das schwebt ja. Ich weiß nicht, wie ist es mit diesen, ich meine, hier kommt ja die Luft raus, ne? Also, ich meine... Oh, scheiße, ja, stimmt. Nicht, dass ich weiß nicht, ob man darüber was hört, aber naja. Ja, okay, das wäre natürlich doof. Oh Mann, das ist wirklich blöd gemacht, ja? Ich habe gesehen, so ein Ding, so eine Lüftung ist ja auch vorne bei der Bank, wo du immer schmollen willst. Ja, schmollt? Also, ich bin dann wütend. Also wenn du dann... Wenn du dann nicht wütend bist, dann kannst du dich ja auch da hinsetzen dann, und am besten auch mit so einem Kleidchen. Dann weht's das so nach oben. Oh ja, stimmt. Dann bin ich Ariane Monroe. Ja, genau. So. Ja, achso, warte mal, ich zieh mal kurz was anderes an. Schade. Oh mein Gott. Das, wieso? Oh Gott, ist das. Der war jetzt ein bisschen creepy. Ich hab mich voll erschrocken, weil dieser Kopf einfach da unten war. Ah, Larry, du machst mich fertig. So. Kleider zu Kleider. So. Gut, ich dachte, ich kriege eine Reaktion, aber okay, dann ziehe ich das wieder aus. Dann nehme ich mal das hier. Nee, diesen hier. Und dann einfach, wo haben wir es denn? Ja, wo ist es denn? Na, ich hab's doch hier irgendwo. Ich glaube, ich nehme mal das. So. Gut. Wow. Dann schauen wir nochmal. Ich habe eine SMS bekommen. Conan, eines Tages werde ich rausfinden, dass ein echter Detektiv ist. Mhm. Yasin, ne? Ja? Ich werde nun... Das ist Bahn. Sie sehen toll aus. Vielen, vielen Dank. Sie sind auch nicht von schlechten Eltern, Sie alter Ganove. Oh. Dankeschön. Ich werde nun... Tut das. Gut. Ja! Ich werde nun das Haus verlassen. Ich muss es wieder abschließen. Ich muss mir merken, es ist 3H.
Ja, richtig. Steht auf dem Schlüssel. Ach so. Steht auf dem Schlüssel, ist ja unfassbar. Ja. Dann schreibe ich mal da drauf noch. Mit diesem Stift, den ich mir gerade aus meiner Hose geholt habe. Einfach nur. Ja, warte, Ariane. Guck mal nach. Brauchst du noch einen Filzstift? Nee, nee, alles gut. Ich habe einen so perfekt. Habe ich das gemacht? Fantastisch. Okay. Gut, dann machen wir das Mittwoch mit der Miete. Ich muss das Ganze aufstoßen. Gut. Weißt du, meine Lieblingsorte sind der Chumashpia, das Weinding da oben. Ich mag Lila. Es geht nicht immer nur um dich. Es geht nicht immer nur um dich und deine Farben. Oh mein Gott, ja, der feine Herr! Hey, Ari. Ja. Habe ich dir auch schon mal von dem Architektenwitz erzählt? Oh, nee. Guck mal. Ja, doch. Oh Gott, doch. Warte, Larry. Das habe ich jetzt gerade schon ganz oft gehört. Larry. Ja? Ich weiß, den Witz hast du mir schon erzählt. Mit der Tür. Ja, den Witz hast du schon erzählt. Ja, wir haben ja auch solche Türen. Und dann bei der Besichtigung hast du diesen Witz nochmal gemacht. Und jetzt würdest du diesen Witz nochmal machen. Den mache ich immer. Der kommt auch immer gut. Oh Gott. Es kommen auch viele andere Dinge immer gut. Was denn? Naja, frag mal David wegen dem Toploader. Sprech ihn mal drauf an. Ja, er kackt da rein, Larry. Ja, das ist ja auch so eine. Das ist auch extra so gedacht. Das ist. Keiner kackt in den Toploader. Hör auf! Das ist extra so gedacht. Nein, der muss in den Dixi-Klo kacken. Das ist die Idee hinter diesem einmaligen Design dieser Wohnung. Larry, ich will nicht, dass mein Bruder in einen Toploader kackt. Ja. Das wollte ich auch nicht, aber er hat sich dafür entschieden. Er fand das toll und originell. Ja, deswegen will er jetzt auch eine andere Wohnung haben. Larry, jetzt ist mal hier wieder ernst und ich werde jetzt gehen. Okay. Harry? Ja? Pass auf dich auf, ja? Und Marie. Ich werde trotzdem schon mal noch mal ein bisschen räumen und ich werde schon mal in die alte Wohnung dann fahren. Ich werde noch ein bisschen drin sauber machen, okay? Da musst du dich jetzt, da musst du dich nicht abmühen. Nein, jetzt nicht. Das mache ich nächste Woche. Ja, alles gut. Ja, da musst du dich hier nicht groß abmühen. Du konzentrierst dich mal schön auf deinen Job. Und ich mache das hier im Hintergrund klar. Oh mein Gott, die Seiten sind wirklich komplett vertauscht jetzt, oder? Naja, zumindest, wenn es darauf ankommt, dann gibt es hier nicht großartige ich wünschte hätte oder irgendwelche festen Rollen. Dann sind wir füreinander da. Wir sind 2 Jahre zusammen, Larry, 2 Jahre. Ja, ich weiß. 2 Jahre ist so besonders auf der Insel. Tja, stimmt. Das ist ein Ding, oder? 2 Jahre. Das ist schon ein krasses Ding, muss ich sagen. Am 15. Ja. Februar, 2 Jahre, ja, ja. Schlag ein, hey. Hey! Du bist immer noch cool. 2 Jahre, ja. Oh Gott, bin ich das? Ja, haben uns fast schon gegenseitig getötet. Ich freue mich. Auf den Tod? Auf den noch nicht. Okay, nee. Aber ich hoffe... Ja? Ja. Also, bist du Mittwoch da? Mittwoch bin ich da, ja. Donnerstag? Wahrscheinlich, aber später. Okay, das reicht auch. Hoffe ich. Okay, Larry. Howdy. Hey, ich warte auf dich. Okay, bis gleich. Bis dann. Und lauf schon mal nackt durch die nackt und wild onanierend durch die Wohnung. Es ist sehr groß hier. Nein, das mache ich nicht. Gebe ich mir alles auf. Gut. Schöne Grüße an Barb, bitte. Mach ich. Und ja, hoffentlich ist sie wieder bald gut drauf. Dass du sie ein bisschen aufmuntern kannst, hoffe ich. Und vor allem, dass sie jetzt nicht irgendwie noch mehr davongetragen hat. Ich, das hoffe ich auch. Kleines drück sie mal von mir. Vielleicht belebt sie das wieder. Okay. Howdy. Tschüss. Das ist ein Witz, den ich von Erik geklaut habe. Die Erik hat mal, ich habe irgendwie gesagt, Hase, da war ich weiß nicht, wo ich war. Ich glaube, mit Melissa unterwegs oder so. Wir sind ja so selten. Es ist so selten, dass wir so auseinander sind, ne? Und dann irgendwie, ja, und dann, was machst du gerade? Er so, ich renne wild onanierend durch die Wohnung. Und ich so, nein, was machst du gerade wirklich? Und ich musste so lachen, weil ich hab's mir kurz vorgestellt. Ich renne wild onanierend durch die Wohnung. Nee, genau, ich hatte gesagt, was machst du so? Es heißt ja jetzt sturmfrei. Da muss ich lachen. Conne machen wir noch. Das ist
Sachen, Barbara. Hallo, Ariane. Bist du fertig? Hallo. Ich bin fertig, ja. Soll ich zu dir kommen? Wir sind gerade am Stadtpark. Am Stadtpark? Okay, dann komme ich zum Stadtpark. Bis gleich. Bis gleich. Ich sollte Barbara Blumen holen, wenn da wirklich ihr Vater gestorben ist. Ich hoffe, bei der Little Soul Tankstelle ist es da. Ich hoffe, dass... Was für ein Tag! Was für ein Tag. Gronkh und Dirty Talk kann er... Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Wir sind ja zwei Scherzkekse, habt ihr ja gemerkt, ne? Ich sag so, im Wohnzimmer so, Hase... Dann sagst du, ja, sag mal was Schmutziges, ne? So irgendwas Schmutziges. Und er so, die Küche. Ich so, Arschloch! Das ist so ein Arschloch gewesen! Ich musste so lachen! Das hat mich fertig gemacht! Das hat mich so fertig gemacht! Oh, Sammy Bells, ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß, der hat dich schon mal so verarscht, I don't know. Der Spruch ist so alt, aber so gut. Ich kannte den nicht! Ich kannte den wirklich nicht! Die Küche, sagt er einfach, ey. Der macht mich fertig, der Mann, ey. Also es ist so, es ist natürlich ein bisschen gemein, das zu sagen, aber ich habe privat mit ihm, also ich habe mein eigenes Comedy-Programm halt dabei. Er ist halt wirklich sehr, sehr lustig. Und manchmal haut der Erik Sachen, und ich habe ja einen sehr derben Humor und ich habe auch einen sehr schwarzen Humor manchmal, ne? Sachen, wo ich denke, ja, sollte man vielleicht nicht öffentlich jetzt so drüber lachen, ne? Machen wir im Geheimen. ich habe einen sehr, sehr derben Humor. Oh, der ist ein betrunken. Wir müssen immer tanken hier. Ja, und der Erik und ich, wir sind halt, was wir halt können, ist so sehr sarkastisch sein. Also den Humor, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie, das ist tatsächlich auch manchmal ein Problem, weil manchmal erkennt man meinen Sarkasmus nicht. Ist auch schon mal im Streit ausgeartet, wo ich meinte, das war nur ein Witz. Ne? Aber wir sind halt sehr... Sehr verurteilen. Eieiei. Oh. Sehr witzig im Privaten. Geht's Ihnen gut? Oh ja, mir geht's super. Okay. Ich habe noch ein bisschen zu viel getrunken. Oh ja, war wohl eine gute Party. Hoffe ich. Oh, einsame Party. Ja. Oh. Okay, passen Sie mal auf die Dame auf. Mhm. Okay. Blumen. Windel. Lilien macht man da. Überhaupt kein Geld bei. Oh, es ist der Liebe, der immer nur so macht. Krass, das spielt das einfach komplett durch. Der ist so cool. Okay. Ja. Hey? Ach so. Ach, ich lasse die Musik einfach auch noch auf, wenn die jetzt so super sad ist. Ich finde es immer ein Beweis für die Bindung ist. Mein Freund und ich können zueinander so toxisch sein, aber verstehen, wenn es nur ein Witz ist und machen auch weiter, bis es eskaliert. Ja, das auch. Der Erik macht alles für den Gag. Der wird, ich glaube, der wird eine komplette Halle mieten, für einfach nur für den Witz, den er im Kopf hat, nur um mich einmal zum Lachen zu bringen. Das ist ganz krass bei ihm. Alles für, just for the lulz irgendwie. So. Das werde ich sehr emotional bei Barbara sein. So, aber nicht fahren. Oh, nein, nein. Okay, dann passen Sie auf sich auf. Dankeschön, Sie auch. Jo. Da-da-da. Da 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 da. Ah!
Scheiße, wie war das nochmal dieses komische Lied? Lu, 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 lu. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I give my all to you. I give my all. Oh, scheiße. Gut, jetzt. Barbara, der Tag heute ist ja nicht schon negativ genug. Ich bin einfach umgezogen. Ich kriege das gerade nicht in meinem Schädel rein, dass ich da jetzt wohne. Ich kriege es nicht in meinen Schädel rein. Ich werde es in meinem Schädel reinkriegen, wenn ich sehe, wie viel Geld vom Konto abgeht. Oh, Pain, Schmerz. Barbara sah verdammt gut aus heute. Meine Fresse, wo hat sie dieses Kleid her? Das muss sie doch aus New York mitgemacht haben. Max! Hallo. Wie hallo? Du bist fast gestorben. Steig ein. Oh nein, ich gehe jetzt schlafen. Okay, dann gute Nacht und bitte lauf nicht so vor Autos. Ich gehe zu Barbara. Ich bin ein Schutzengel, so ist es. Pass auf, ob ich auf diesen Wrack, aber sie ist wieder die Alte. Okay. Bis dann. Wie ist die? Ja? Wie ist euer Haus? Ja, voll geil, aber du hast mir noch nicht gezeigt. Ja, ich mache Einweihungsfeier. Wann? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht Mittwoch und Donnerstag, aber ich schau mal, was ich auf die Schnelle organisieren lässt. Ich schick mir Pics, Babe. Nee, du bist eingeladen, du kommst mit. Aber ich will trotzdem vorher schon einen Vorblick haben. Lass dich überraschen, Max. Nein, ich bin special. Lass dich... Ja, ich lade dich ein. Hm? Okay. Oh, vielen Dank für den Raid. Variana, wollte ich nicht lieb. Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die Paaren, die auch OOC-Angst hat, dass der 15. oder der 16. jetzt weiß ich, Februar nichts wird. Und dass Ariane vielleicht sogar Schluss machen muss, wenn da echt ein Feuerzeug kommt. Ich bin richtig on the edge. Ich habe Angst vor diesem Tag. So, warte. Ariane muss aussteigen. Die Ariane hat gerade getankt, ne? Ist ja lieb gewesen. Ey, ohne Scheiß, ich habe wirklich Angst. Ich denke mir so, oh nee. Deswegen, Ariane hält die Wohnung jetzt noch im Fall der Fälle. Die hält die jetzt noch bis dahin. Es ist wirklich dramatisch hier bei uns. Barbara? Ja, hab ich mich erschrocken. Ja, aber ich stehe genau vor dir. Ja, ich sehe dich, ja. Ich möchte dir was geben. Was denn? Hier mein Beileid. Okay? Dankeschön für deine Tankstellenblumen. Ja, aber Barbara, jetzt in dir zu. Ja, es ist okay, ne? Oh es Gott, ist okay. Du bist ja wirklich wieder du. Ja, es ist okay, ne? Ich habe gehört, dass Jonathan euch nichts erzählt hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ihr so scheiße gemeint zu mir seid. Wie, Jo wusste das mit deinem Vater? Ja, Jo wusste das. Ja, er hat wirklich nichts erzählt. Ja, natürlich, das habe ich dann auch erfahren. Die Sau. Was ist das denn für ein Arsch? Den habe ich heute noch nicht erreicht. Ja. Ich auch nicht, das war ja klar. Es ist das wahrscheinlich heute Alte. Nacht eingefallen, dass da irgendwas war und jetzt versteckt er sich, die feige Sau. Oh, es ist schrecklich. Versteckt er sich jetzt wirklich? Aber ich habe niemanden erreicht. Ich wollte Harald anrufen wegen dir. Ava habe ich angerufen, Nami habe ich angerufen. Ich brauche Barbara. Ach, alles gut. Es ist alles gut. Weißt du, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was los ist. Aber Max hat mich eben zur Weißglut getrieben. Zur Weißglut, es ging mir richtig gut. Es ging mir richtig gut, Ariane. Ich habe gar kein Problem gehabt. Ich habe mich gefreut, in Los Santos zu sein. Und dann wart ihr alle so scheiße. Und ich habe gedacht, kein Problem. Das geht bestimmt vorbei. Warum solltet ihr gemein zu mir sein, wenn ihr wisst, dass mein Vater gestorben ist? Und dann erzählt mir gerade eben Atkins, dass Jonathan erzählt, dass wir Schluss gemacht hätten. Kannst du dir das vorstellen? Es geht mir schlecht, ich bin am Boden, mein Vater ist gestorben, ich komme zurück. Und dann bin ich ein bisschen komisch und er nutzt die erste Möglichkeit, um mit mir Schluss zu machen, ohne dass ich etwas davon weiß. Oh mein Gott. Boah, Jo ist wirklich ein Arschloch, Barbara.
Und oh, dann ist da kalt und war auch gemein zu mir, sagt, ich bin hässlich und dann war Max so furchtbar. Und dann erfahre ich, dass er niemanden davon erzählt hat, habe ich schon gesagt, egal, zweimal halt besser. Barbara, es tut mir wirklich leid. Es ist schon okay. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass die Dreck so Schluss macht mit mir. Oh, aber hat er jetzt so wirklich... Tut, als hätte ich einen Fehler gemacht. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Also mir hat David tatsächlich erzählt, David hat Jo erzählt. Nein, David hat mir erzählt. Nee, warte, das war gar nicht. Ich habe gar nichts damit zu tun gehabt. David hat Jo erzählt, dass, du dich von ihm trennen willst oder so. Ich glaube, so ist das entstanden. Voll am Lügen, ey. David hat Jo erzählt, dass ich mich von ihm trennen möchte? Ja, in diesem ganzen Gewusel da an dem einen Tag. Ey, David lügt uns immer an, verdient. Ist der schlafen gegangen? Anscheinend, und das ist auch besser für ihn. Oh oh. Also vielleicht kann man das mit Joja wieder kitten. Vielleicht muss David dafür mal in die Bresche springen, keine Ahnung. Ich hab ihn gerade eben schon verprügelt, ne? Oh. Aus einem anderen Grund, aber egal. Anscheinend war das Richtige, was ich getan habe. Und ich habe mich kurz schlecht gefühlt und mich entschuldigt. Oh Gott, warum habe ich mich entschuldigt? Oh, gut, dann nehme ich das mit dem Schlussmachen zurück, aber trotzdem. Warum ist der am Flennen? Ich bitte dich. Aber du kannst doch trotzdem wieder so glücklich sein. Ich meine, was hält dich davon ab? Du sahst übrigens heute fantastisch aus. Ich hätte dich nicht umgeguckt. Oh. Ja, ne? Los das da vorne. Man könnte meinen, es ist Hundekot, aber das ist viel zu groß für Hundekot. Da hat einfach ein Mensch hingeschissen. Und ja. Riecht überall nach Scheiß und Urin. Gerade eben komme ich hier lang und da spielt jemand mitten in der Nacht um 1 Uhr morgens laut Gitarre Lärmbelästigung um 1 Uhr morgens. Oh ja, das geht natürlich nicht, aber... Eben. War das in New York nicht so? Nein! Boah, ich kann nicht, ich liebe Barbara so hart, ne? Und ich habe beschlossen, ich reise am Mittwoch wieder aus. Nein, du wirst nicht ausreisen, Barbara. Doch. Nein. Kommt darauf an, was Jonathan zu mir sagt. Oh Gott. Ja, so wie ich ihn kenne, wird er nämlich sagen, Barbara, ich hatte allen Grund, traurig und wütend zu sein, obwohl dein Vater gestorben ist. Oh, weißt du, was er mir vorgeworfen hat? Als allererstes, als ich ihn angerufen habe, du hast mich im Stich gelassen. Hat er gesagt, ich habe ihn im Stich gelassen. Oh, Entschuldigung, dass ich den Tod meines Vaters nicht etwas schneller überwunden habe. Oh. Aber wie kann Jo... Oh Gott, wie kann Jo das denn vergessen? Das frage ich mich auch. Aber du hast ihm das gesagt, während ihr im Urlaub wart, ne? Er war dabei, als mein Papa gestürzt was? Ist. Ja, er war dabei. Oh mein Gott. Oh. Hey, okay, das finde ich jetzt aber krass. Ja. Boah, wie die schreit. Jo ist nach Hause geflogen. Ich hab gedacht, es wird alles gut. Aber dann war doch nichts gut. Dann habe ich ihn angerufen. Und er hat noch gesagt, soll ich zurückkommen? Ich hab gesagt, nein, geh zurück, erzähl allen davon. Und dann wundere ich mich, warum Max nicht zur Beerdigung kommt. Oh. Ach du Scheiße. Ja, okay, jetzt wäre ich aber auch ziemlich pissig auf Jo. Oh, aber sowas von. Aber würdest du nicht... Nein, er ist das Opfer. Aber würdest du nicht für uns hier bleiben? Weil wir haben doch... Ja, du kennst Jo doch nicht so lange wie uns zum Beispiel. Bleib doch für uns hier in Los Santos. Wir brauchen dich. Okay. Gut, hast du genug zu essen und zu trinken? Kann ich dir was anbieten? Ich habe ein bisschen Hunger. Ein bisschen Hunger, okay. Dann habe ich gar nichts für dich tatsächlich. Soll ich uns zum, soll ich uns was kaufen gehen? Schon gut, bleiben wir einfach sitzen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte vor 5 Minuten. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Okay, lass dir deine Zeit. ich kann nicht mehr. Und dann hat er auch noch diese Dreistigkeit, mir vorzuwerfen, dass ich fremdgegangen bin. Ach stimmt, das hat Jo mir auch gesagt, dass du fremdgegangen bist. Ja, was soll das? Mit irgendeinem... Wie wisst ihr, ich habe den Namen vergessen, mit irgendeinem Masseur oder so. Und währenddessen macht er die ganze Zeit mit Harald rum. Glaube ich zumindest. Ich mit Harald? Geträumt. Es muss stimmen. Ist, oh, geträumt. Was, ja. Oh Gott, was hast du denn für Träume?
schreckliche Träume, deswegen bin ich zurückgekommen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, hast du dich denn gefreut, uns wiederzusehen? Ja, natürlich habe ich mich gefreut, euch wiederzusehen. Okay, ja, das ist ja schön. Wir können dir doch bestimmt, weiß ich nicht, wir können uns doch mal alle einen Tag treffen und wie auf alte Zeiten was machen. Irgendwie. Wie damals, was soll man denn machen in Los Santos? Weißt du noch, als wir damals in Bahama Mamas waren und da einfach den DJ irgendwelche Lieder gegeben haben und dazu abgetanzt haben, aber wir waren die Einzigen im Club? Ja, betrinken ist eine gute Idee. Das wollte ich heute schon machen, aber irgendwie hat dieser Long Island Ice keinen Alkohol oder ich bin schon besoffen, ohne es zu merken. Oh. Hast du Alkohol zu Hause? Ja, aber den habe ich auch schon ausgetrunken. Ach du Scheiße, was trinkst du denn gerne? Wein. Sollen wir zu mir nach Hause? Möchtest du Wein? Dann kannst du als allererste meine neue Wohnung sehen. Ja, machen wir das. Stimmt, du hast eine neue Wohnung. Zeig mir deine neue Wohnung. Ja, müsst nur ein bisschen leise sein. Larry schläft, aber der schläft unten. Ach, du bist noch immer mit dem zusammen. Ich meine, oh, schön. Gut, du bist wieder die Alte. Du hast Larry umarmt. Du hast dich voll gefreut, ihn zu sehen. Ach, bitte erinnere mich nicht daran. Fahr mir einfach hinterher, ja? Ich fahr dir einfach hinterher. Mal gucken, dass ich vielleicht Dienstag sitze. Das ist wieder die Tagesplan. Die ganze Woche schon wieder voll. Mal kurz die ganzen Autos rüber schaffen mit Ariane. Das kannst du ja mal machen. Uah. Ja, ich fahre ja schon schneller. Boah, ich liebe Barbara, ne? Mein absoluter Lieblingscharakter auf dem Server. Auf ewig. Boah, ey. Das ist so lustig, ne? Ich gucke manchmal die Streams von Sora nach und lasse sie so im Hintergrund laufen. Weil ich weiß nicht warum, ne? Barbara ist einfach so ein Charakter, kannst du dir immer wieder geben. Muss keine feste Storyline haben. Einfach nur Interaktion mit anderen Charakteren. Lacht schon. Ich lach mich so kaputt, ey. Barbara ist die Storyline. Ja, Barbara ist halt wirklich... Barbara ist einfach Queen, ich sag dir, ey. Barbara ist der Chuck Norris von Lucky Five. Sie ist Lucky Five. Barbara ist die Storyline, ist auch geil. Oh. Wollen wir also die erste erste Dingens nehmen? Ja. Scheiße, ich hasse mich. Ja, kriege ich noch irgendwann hin, ne? Ist ja, ich spiele ja nicht seit 2 Jahren. Wir machen jetzt mal hier illegal. Die denkt sich wahrscheinlich auch, wo fährt die denn hin? Kannst du nicht einfach bei jedem Stoppschild so abrupt bremsen? Ich werde fast hinten reingefahren. Ja, muss ich doch, Barbara. Ja, aber du kannst doch vielleicht ein bisschen schneller anfangen zu bremsen. Ach so, ja, das, ja, muss ich mir irgendwann mal angewöhnen. Mhm, fantastische Idee. So, also hier ist meine neue Hood. Gegenüber von Bahama Mamas. Wow, ja, bist du da nicht nachts immer wach gelärmt dann? Ja, ist gut isoliert. Also ich, Also hoffe ich. Ist ja jetzt meine erste Nacht heute hier. Wow, ja, dann wünsche ich dir und Larry mal eine schöne gute Nacht, ne? Ja, den werde ich gleich aufwecken und dann ist mal Rambazamba, dann wackelt die Matratze mal. Wow, das ist ja ein richtig steilischer Aufgang. Ja, nee, ich finde das auch voll, das ist so, ich fühle mich, als hätte ich jetzt eine Luxuswohnung. Also, zu der, die wir vorher hatten halt. Ach so, ja, hoffentlich ist sie ein bisschen größer, ne, sonst lohnt sich das ja nicht. Guck mal, sogar mit Fahrstuhl. Wow. So, es ist die 3H. Ding, ding, ding.
Cool, ne? Voll das ist Upgrade. Ja größer als meine Wohnung. Ja. Obwohl ich die Multimillionärin bin. Ja, ich wollte meine Pedikul. Halb so wild. Schön hier, wow. Aber freust du dich für mich? Natürlich freue ich mich für dich. So viel Platz braucht ihr denn überhaupt? Ja, natürlich. Ja. Es ist für meine Yoga-Abenteuer. Für deine Yoga-Abenteuer. So, Mama, ich gebe dir jetzt... Also, ich hätte Winterlikör. Möchtest du... Scheiße, ich hatte doch Wein irgendwo. Okay, warte, ich glaube, ich habe den Wein hier. Oh, ich habe Wein hier, super. Was für ein schöner großer Glastisch, da passt ja richtig viel drauf. Ja, da habe ich das Ei. Also, Erik. Ich meine, ich habe das Ei da hingestellt. So, Barbara. Barbara, pass auf, Larry schläft da unten. Im Schlafzimmer, das ist ja toll. Larry schläft da unten. Ja, das ist, ja. Psst. Genau, es hat mich irgendwie ein bisschen an dein Badezimmer erinnert. Ja, wirklich sehr schön. Oh, guck mal, ist genau wie bei dir. Wenigstens etwas. Ja. Aber du hast immer in so einer schönen Wohnung gewohnt. Ich habe die ganze Zeit jetzt in so einer Assi-Wohnung gewohnt. Jetzt ist mein Time to shine. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich freue mich für dich. Ja, jetzt werden wir beide erstmal anstoßen. Ja. So, setz dich doch mal auf diese große Couch. Ja, ich suche mir meinen Platz aus, ne? Ja, natürlich. So. Dann ein Glas für dich und ein Glas für mich. Dann, das nehme ich mir dann auch nochmal. Danke. So, und dann würde ich mal sagen, Prost, Barbara. Prost. Prost. Nein, aber wirklich, möchtest du darüber reden, was mit deinem Vater passiert ist? Was soll ich darüber erzählen? Er ist tot. Was soll man machen? Aber wie ist das denn passiert? Oh, es war schrecklich. Oh nein. Er wollte gerade die Treppe runterkommen zum Frühstück und dann ist er ausgerutscht. Oh mein Gott. Das sah gar nicht so schlimm aus. Ach, du warst dabei komplett? Ja, ich war dabei, Johnny. Oh, jo, so ein Arschloch. So ist es. Und dann, ich dachte, es ist alles gut und es schien ihm auch noch gut zu gehen. Und dann war er im Krankenhaus, stellt sich heraus, dass da irgendwas im Kopf ist beim Sturz. Oh, Scheiße. Und dann habe ich erst gedacht, alles ist gut. Und dann ging es ganz schnell. Oh, es war schrecklich. Oh, mein Beileid, Barbara, das tut mir leid, auch dass du das mit ansehen musstest. Wie kann Jo das denn vergessen? Hat er es vielleicht verdrängt? Ah, dann müsstest du das ja auch verdrängt haben. Das denke ich auch, das denke ich auch. Wie kann man denn sowas verdrängen? Naja. Scheiße. Ja. Und, weiß ich nicht, also hast du noch Geschwister? Bist du damit jetzt alleine so mit Beerdigung? Nein, ich habe noch meine Mama. Die ist schon beerdigt. Oh Gott. Ja. Wie geht's deiner Mutter denn? Oh, ihr ging's ganz furchtbar. Sie hatte während der Beerdigung einen Zusammenbruch. Oh, deswegen Gott. Konnte ich ja auch nicht direkt gehen. Ich bin doch kein Unmensch. Weißt du, die sind zusammen, seit die 14 sind. Oh nein, 14. Das ist ja furchtbar. Eben. Das ist schrecklich. Tja, also mittlerweile ist alles ein kleines bisschen besser, sonst wäre ich nicht hergekommen. Aber trotzdem. Aber ich verstehe nicht, wie kann man das denn vergessen? Weiß ich nicht. Ich hoffe, er hat einen guten Grund. Was hat David denn gesagt? Hat er dir irgendwie geholfen? Deswegen sind die. Ich meine, ist David jetzt scheiße gewesen und Max auch? Nein, David hat die ganze Zeit gesagt, er möchte, dass ich wieder so bin wie vorher oder sowas. Und dann weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich ihm am Ende eine reingehauen. Oh.
Ja, dann ist er gestolpert und lag ohnmächtig auf dem Boden, aber es ging schon. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich dieses komische Gefühl. Kennst du das, wenn man dieses Gefühl hat, als wenn jemand jetzt einen Rachefeldzug im Schilde führt? Ja, das soll David sich mal wagen. Jetzt habe ich so ein Gefühl. Ich habe mich sogar entschuldigt. Ja, dann wird David bestimmt auch... Also dann würde ich denen so ein schlechtes Gewissen einreden. Das glaub mir mal. Eben. Okay. Ja. Möchtest du hier übernachten oder so? Nein, ich glaube, ich fahre wieder zurück. Wenn Jonathan da ist, möchte ich pünktlich zu Hause sein, um den Hals umzudrehen. Oh, brauchst du dafür irgendwelche Mittelchen? Ach, schon gut, das kriege ich hin, ne? Du kannst, du kannst ihn Schlafmittel untermischen und dann nimmst du ihn an den Boxershorts, also siehst ihn aus bis auf die Boxershorts und dann hängst du ihn draußen über meinen alten Balkon. Ich habe noch einen Schlüssel. Das mache ich und dann sage ich, es war ein Unfall. Nee, ich meine, einfach nur ausstellen und dann mit einem Schild, this is an asshole. Und dann sage ich, es war ein Unfall. Ja, okay, du sollst ihn nicht töten, Barbara. Ach, ohne umbringen, ja, das lohnt sich dann doch gar nicht. Aber du hast recht, ich kann ihn nicht umbringen. Oh, oh mein Gott. Oh, oh Gott, Barbara, ist zu viel. Oh Gott, beruhig dich, Barbara. Ich bin alleine auf dieser Welt. Ja, aber ich bin doch auch hier, Barbara. Ich bin hier. Aber du kannst mich nicht körperlich trösten. Ja, aber mach ich doch gerade. Ich drück dich und umarm dich. Ich brauche aber liebevolle Penetration. Soll ich Larry Bescheid sagen? Nein, bah, du bist ja ekelhaft. Wieso ekelhaft? Das ist mein Freund und der ist verdammt sexy. Ja, super, das ist toll, wenn er bei dir reinsticht, aber bei mir garantiert nicht. Barbara! Ja, was denkst du denn? Sag doch nicht reinstich, das hört sich so unromantisch an. Gut, Entschuldigung, dass er bei dir reinstößt. Brettert, reinbrettert. So. Das ist nicht lustig. Nein, ist nicht lustig, ich lache auch gar nicht. Okay. Guck mal auf mein Ei, findest du mein Ei schön da? Das erinnert mich daran, wo ich mein Ei gegessen habe. Oh mein Gott, Barbara, stimmt! Was hast du denn eigentlich? Das war schrecklich. Oh, warst du da? Das war auch mit Jo. Oh, wir gerade fangen. Warst du da alleine? Oh. Hey, wann bist du denn wieder unterwegs? Mittwoch. Ja, vielleicht kannst du da Jo irgendwie... Ja, mal sagen, was das soll. Mich würde echt seine Entschuldigung da interessieren. Mich auch. Was machst du, wenn er... Dann mir eh wieder die Worte rum und dann bin ich die Böse. Ja, das soll er sich mal wagen. Aber was machst du denn, wenn er keine richtige Entschuldigung hat? Er muss einfach nur Entschuldigung sagen und dann verzeihe ich ihm schon irgendwie. Ach du Scheiße. Okay. So einfach ist er. Ja, okay. Also ich würde ihn danach zappeln lassen, Barbara. Ja, ich bin ja nicht doof. Versprich mir, dass du ihn wenigstens ein bisschen zappeln lässt, weil der hat schon Scheiße gebaut. Mach okay, ich. Barbara, ich muss dir noch was sagen. Was denn? Ich mag diese Barbara auf Wish bestellt, nicht die jetzt bei NS Taxi ist. Die tut so, als wär die du, aber in sehr schlecht. Welche Barbara auf Wish bestellt? Da ist eine Dame, die redet so wie du und die sieht ein bisschen so aus wie du und tut auch so, die sieht eigentlich jung aus, aber tut so, als wäre sie irgendwie 80 und macht dich quasi voll nach, aber in schlecht. Und die soll Jo wohl angeblich eingestellt haben. Das habe ich so mitbekommen. Ob das, also Jo meinte zu mir, er hätte es nicht getan. Das wäre Lami gewesen, aber... Wie heißt die Frau? Ava hat gesagt, Jo hat die eingestellt. Ava hat mir das auf dem Weihnachtsmarkt gesagt. Das ist schon ein bisschen vorbei, lange her, weißt du. Ich weiß nicht, wie die Frau heißt. Scheiße, wie heißt die Frau denn? Die war mal bei Weasel News. Weasel News? Die war frech zu mir. Eine freche Frau. Oh Gott, das klingt wirklich wie ich. Und nee, die sind nicht wie du. Also die versucht es, aber ich nenne sie nur Barbara auf Wish bestellt. So habe ich sie wie auch genannt. Das fand den? Ich. Warte, okay, ich gucke die RDP. Ich gucke die RDP, warte. Ach, Alter. Moment. Warte. Und ich dachte erst, wäre das hier deswegen eine andere Identität. So, Sekunde, bin ich hier eingestempelt. Gott sei Dank. Warte, wer heiratet denn? Achso. Moment. Warte mal, Heiratet der Jo? An der Frau Jo? Nee, schon gut, schon gut. Was? Warte, nein, ja, schon gut. Harald Ecker,
Eugene kenne ich, Pascal kenne ich, Tyson weiß ich, Eros weiß ich, Jan Larsson kenne ich nicht, Liam McKee auch nicht, Philine Perry? Philine, das klingt schon wie eine Schnippe. Perry, ich weiß nicht, ob die das, also die könnte es vielleicht sein. Becca Renault ist es auch nicht. Also Philine vielleicht? Ich guck nochmal, hä? Philine Perry. Sie das? Natascha kenne ich. Kennst du die Philine? Warte mal, ich such die mal auf Venture, ja? Ja. Moment. Philine Perry. Philine PP. Wird die mit PH geschrieben oder mit F? Mit PH. Oh, warte mal, ich muss dich kurz ausloggen. Ja. So. Log dich vorher aus. Philine. Perry. Nee, das ist eine. Oh, nee, warte, das ist die Freundin von. Oh, wie heißt er denn jetzt? Aber das ist die. Genau, Franklin. Das ist die Freundin von Franklin. Oh. Hey, warte mal, ist die gar nicht bei Alice Tuck? Hey, ich verstehe das nicht. Mitarbeiter. So, Lami, Ava. Jonathan, Natascha, Harald, Ariane Barnes, Barbara, Franklin, Jonathan, Kyuchin, Max, Pascal, Tyson, Eros, Jan Larsen, Liam McKee, Philine Perry ist es nicht. Warte. Becca Renault, Gregory Pike. Ist das wirklich die Die ist nicht hier. Aber ich schwöre, die war doch am Taxifahren, als ich die kennengelernt habe. Ich weiß nur, dass die jetzt wohl angeblich im Urlaub sein sollte. Das meinte der... Was denn? Meinst du Frau Ukuleli? Ich weiß nicht, ob es Frau Ukuleli ist. Die hat so rote Haare und so, ja, wie so aus den 50er Jahren. Und so auch nach oben gesteckt wie du. Du kannst nicht Frau Ukuleli meinen. Die ist nicht ansatzweise so wie ich. Das ist eine doofe Kuh, die hinter meinem Rücken lästert. Wann hast du die das letzte Mal gesehen? Vorgestern oder so. Und da kam dir die nicht bekannt vor, dass sie so ist wie du? Nein! Glaub mir, ich dachte, das wärst du im Taxi. Ich habe gesagt, oh Barbara, du bist wieder da. Doch, die war unhöflich. Die hat gesagt, dass ich kratzbürstig gewesen wäre. Das stimmt nicht. Was? Ich bin immer voller Liebe. Du bist immer voller Liebe. So ist es. Der zeigt dich mal kratzbürstig. Aber die hat doch gar nichts mit mir gemein. Ariane. Vielleicht hattest du noch Gurken auf den Augen. Nein, ich bitte dich. Oh, Barbara, deswegen heißt sie ja auch für mich Barbara auf Wish bestellt. Aber das macht gar keinen Sinn. Nein, weil sie es versucht. Ja, was versucht die denn? Sie ist eine Tryharderin. Ja, was macht die denn? Ja, die versucht so wie du zu sein. Ja, was hat sie denn gemacht, was so ist wie ich? Naja, deine Art. Ich bin einzigartig. Ja, das sehe ich ja auch so. Wir sollten sie aus dem Weg schaffen. Also aus Alice Taxi raus. Ja, mit der habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen. Die hat erzählt, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ja, du bist die beste Mutter überhaupt. Okay, hör zu. Als ich 3 Monate weg war, oh, konnte ich den Tod meines Vaters nicht genau schneller überwinden. Ja, siehst du, du hast einen Grund Oh, Barbara, hör zu. Das musst du aber für dich behalten, ja? Weißt du, wer mir gesagt hat, dass Josi angeblich eingestellt hat? Ja. Eva. Oh, die hat die eingestellt. Ja, aber Jo meinte, das ist nicht so. Aber Ava meinte bei mir auf dem Weihnachtsmarkt nämlich, und weißt du, was das krass ist? Jo hat sie eingestellt. Barbara? Oh, Ariane. Oh Gott. Ja. Aber Jo meinte zu mir, nein, das stimmt nicht. Ich kann dir sogar vorlesen, was sie mir geschrieben hat. Moment. Mhm. Und eigentlich lügt Jo ja auch nicht. Hi, meine Kleine. Oh. Warte. Jo wurde übrigens angeschossen. Wann? Genau, hier. Da meinte nämlich der Jo, warte, hallo Ariane, ich glaube, wir müssen Wann mal wurde reden. Jo angeschossen? Kann ich dir gleich vorlesen. Oh, das will ich aber jetzt wissen. Ja, dann muss ich wieder runterscrollen. Warte, ja, hallo. Scroll runter. Oh, ja, Moment. Warte, ich hatte es gerade. Wo ist es? Am 25.01.
Ach, dann ist ja wahrscheinlich alles. Ah, nee, er wurde nicht angeschossen. Er meinte, nein, ich wurde zum Glück nicht angeschossen, aber er war wohl in der Schießerei so mit drin. Ach, da wollte der wieder die Opferrolle spielen. Ja, egal. Wann, was hat er dir gesagt? Warte. Wegen der Barbara Fusch bestellt, meine ich. Jo, wer ist die Olle bei Alice Taxi, die denkt, sie sei eine Barbara-Cosplayerin? Mir wurde gesagt, du hast sie eingestellt, weil du mir damals so zugehört hast, habe ich einer Barbara noch nichts gesagt. Aber meine Güte, bin ich stinkig. Die war auch mega unsympathisch. Hat er geschrieben, hallo Ariane, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden. Du kannst doch nicht einfach eine Kollegin beleidigen, die du gar nicht kennst. Wow, direkt auf mich geschossen, weißt du? Ich hatte Uniform an und die hat mich beleidigt. Das macht er immer. Das macht er immer. Dann schreibt er, das finde ich nicht okay. Also beschützt die voll, spring voll für die in die Bresche. Ruf mich zurück und dann machen wir ein Treffen. Was habe ich geschrieben? Boyo, ganz im Ernst, die war zuerst mega unfreundlich zu mir. Ich weiß nicht, was sie rumerzählt hat, aber unfreundlich, das war sie. Wir kennen uns doch schon so lange. Du weißt, ich bin nicht grundlos fies. Dann hat er geschrieben, das weiß ich, aber warum musst du mich dann dafür angehen? Jetzt hat er sich in die Opferrolle versetzt. Das ist einfach sowas, ne? Das macht er immer. Ich habe damit nichts zu tun und dass sie so ist, wie sie ist. Also er sieht das quasi auch, dass sie so ist oder so versucht, du zu sein. Kann dich auch verstehen, aber ich habe sie nicht eingestellt, sondern Lami. Ich war nur damit einverstanden. Oh. Ja. Und ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich das von Eva habe, weil ich Eva schützen möchte. Ja. Okay. Gut. Okay. Hab beruhigt dich das ein bisschen? Hab ich aufgeschrieben. Oh, okay. Ja, gut, dann würde ich jetzt schlafen gehen. Ja, ich denke, ich sollte jetzt auch ganz dringend nach Hause gehen. Ich musste ein paar Dinge planen. Oh Gott. Oh, okay, ich mach dir mal Platz. Ja. Möchtest du noch was mitnehmen, essen, trinken oder so? Hast du noch eine Flasche Wein? Ich hab, warte, hier. Moment, warte mal. Ich geb dir mal kurz was ein. Ich fülle dir mal ein bisschen was ab. So. Aber Barbara, vorsichtig. Ja. Bitteschön. Möchtest du Rosenblätter haben? Für wen? Für die Leiche von Jonathan? Nein, danke. Oh mein Gott, okay. Wo war die Tür? Hier oder da? Hier links. Oh, wo geht's eigentlich hier lang in diese unglaublich bescheuerte Symphono? Ja. Barbara? Ja. Pass auf dich auf und fahr vorsichtig, ja? Tschüss. Ariane. Oh, Barbara, warte, ich bin hier um. Tschüss. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Gut. Wenn was ist, schreib mir immer, ja? Bis Mittwoch. Ja, bis Mittwoch. Erzähl Jonathan nichts, gar nichts. Mach ich nicht. Okay, tschüss. Tschüss. Okay, ist abgeschlossen. Oh mein Gott, arme Barbara. Meine Güte, tut mir so leid. Ich fühle mich so scheiße, weil ich froh bin, dass sie wieder die Alte ist. Das hier ist abgeschlossen. Hier werde ich noch alles schön umräumen. Das hier ist abgeschlossen, ja. Das ist abgeschlossen, perfekt, ja. FFZ. Alex. Abgeschlossen. Oh, ist das süß aufgestellt. Meine Güte, ist wirklich süß. So. Ich bin paranoid. Es ist wirklich abgeschlossen. Okay. Oh mein Gott, ich mach was. Ich weiß, was ich mache. Moment. Ich werde jetzt ein Foto von meinem Ei machen, falls das jemals gestohlen wird. Handyfoto gemacht von meinem Ei. Nämlich was? Mein größter Schatz hier, sehr besonders. Also mein größter Schatz liegt natürlich unten im Bett, aber ja, was ist denn hier eigentlich mit den Regalen? Boah, fette Einweihungsfeier können wir hier machen. Ich kann nicht. Das ist sogar größer als die Winewood Gardens. Das ist wirklich riesengroß hier alles. Mhm.
Ich hatte so Angst, dass es auszusehen ist. Hat es mehrmals aufgehoben und hingestellt. Oh mein Gott! Zum Glück habe ich das nicht gesehen, ey. Oh mein Gott, ich hatte ja richtig PTSD gehabt, ey. Boah, Barbara hat wirklich einfach, als sie das Ei einfach auszusehen gegessen hat, ne? Boah, dieser Clip, es muss irgendwo noch diesen Clip geben, das hat mich fertig gemacht. Ey, ich musste so lachen und die tat mir gleichzeitig so leid, aber ich musste so lachen, ne? Boah, war das wieder lustig. Moment. Hier ist der Schlafanzug von Ariane. Packen wir mal erstmal die Kette. Ne, warte mal, die Kette können wir nach vorne packen. Wir haben ja da direkt was. Ist abgeschlossen. Ja, und abgeschlossen. Oh mein Gott, man muss so viele Sachen hier abschließen. Also so krass gucken. Eieiei, dieser Stauraum. Ich kann nicht glauben, dass die hier wohnen. Holy shit. Ich kann das nicht glauben, es ist so krass. Ja, da. So. So. Ich hasse es. Ah. Ja. Ariane in ihrer neuen Bude. Boah, ey, ohne Scheiß würde ich so wohnen. So geil einfach. Viel zu wenig Räume, aber so eine geile Bude, ne? Hammer. Ich weiß ja, wie diese ganzen krassen Luxusbuden so, ne? Wir wissen ja Meteor Street und sowas alles. Aber ey, ganz im Ernst, das ist die schönste. Ich finde, das ist wirklich die schönste. Und wir haben ja zum Beispiel da, wo Walter Weiß wohnt, in den Pegasus Tower. Das sind ja so die krassesten Wohnungen bis jetzt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind mir die Gänge zu eng. Also hier bin ich gerade mega zufrieden. Für die beiden ist das der absolute Luxus. Also sehr, sehr krass. So, mit dem Dauerauftrag müssen wir noch gucken. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, klar, die steht jetzt gleich wieder auf. Wegen dem Bug mit den Möbeln. Aber zur Vorstellung hier, ne? You know, you know. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön auf YouTube.